neuen Runde nicht Pen and Paper. Wir spielen heute nichts, sondern wir schauen heute zurück auf das Jahr 2019. Und weil ich ja nicht so gerne alleine vor mich hinquatsche, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die auf diesem Kanal ja öfters mal zu sehen sind. Nämlich den Felix aller aka Polle. Guten Tag. A.K.A. Jalte, a.k.a. Malcolm, a.k.a. alles mögliche andere. Ich spiele Rollen. Ja. Und last but not least für den weiblichen Flair heute die Feramin. Hallo. A.k.a. Samantha, a.k.a. alles mögliche andere. Sehr viel dieses Jahr, wie ich gesehen habe, ja. Und ja, wir schauen heute ein bisschen zurück. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier auf so einen kleinen Zettel geschrieben, was ich irgendwie gerne bequatschen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das alles nach der Reihe mache oder ob das, weil ich mir das hier auch so wirr im Kopf zwischen geschrieben habe. Naja, ist auch alles relativ spontan mit diesem Jahresrückblick. Ich habe das so gesehen bei den anderen Kanälen, die machen das auch und jetzt ich muss da also gruppenzwangmäßig jetzt auch was machen. Ja, und außerdem finde ich das eigentlich ganz schön, mal so auch für mich so zu rekapitulieren, was ist denn im letzten Jahr so auf diesem Kanal so passiert. Und ich finde, das war dieses Jahr eine Menge. Und weiß ich nicht. Ihr beide seid ja auch ziemlich oft vertreten auf meinem schönen Kanal hier. Gott sei Dank, weil sonst wäre es ziemlich langweilig, wenn es nur mich hier zu sehen gäbe. Ja, Feder, der weiße Hintergrund macht sie immer noch kirre. Dafür sind doch heute sogar Schattenwürfe drauf mit dem Sonnenlicht. Also, Feder. Ja, Feder ist empfindlich, ja. Ja, so eine Uhr oder ein Bücherregal im Hintergrund würde sich wahrscheinlich ganz gut machen. Diese Uhr macht mich wahnsinnig. In jedem Stream macht die mich wahnsinnig. Ja. Ungewohnt. Was ist ungewohnt, Saiki? Was ist ungewohnt? Dass wir nicht spielen oder so? Ja, ich muss heute mal ein bisschen schauen. Irgendwie, ihr könnt mir natürlich auch heute irgendwie unter uns Fragen stellen, irgendwie Anmerkungen geben oder so, was ihr mit uns besprechen wollt. Wir sind ja zum Sabbeln heute hier. Und der weiße Hintergrund ist auch für den Saiki ungewohnt. Siehst du mal, der passt irgendwie nicht. Was? Ja. Feramin, wir müssen, glaube ich, mal sammeln für so ein Greenscreen, damit du da irgendwie was anderes einblenden kannst. Und das will ich absichtlich nicht. Das kam heute erst wieder zur Sprache. Und ich habe gesagt, ich will das eigentlich nicht, weil mich machen zu unruhige Hintergründe. Da kann ich einen Stream nicht mehr angucken. Das macht mich kirre, weil dann gucke ich, was hat der da alles im Regal stehen? Und nee. Kann man das denn sehen, was der Pölle da im Regal stehen hat? Nee, bei Pölle nicht. Bei manchen anderen kann man es sehen. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Stream, wo ich euch zeige, was in dem Bücherregal alles drin ist. Ja, der wird kann ja unter Umständen spannend sein, ja. Ja. Ja, ich habe eben schon gemerkt, ich streame sehr wenig tagsüber. Das heißt, irgendwie mein Licht ist hier irgendwie heute total komisch. Ich musste erstmal alle Fensterläden schließen hier und so. Das war irgendwie ganz ungewohnt. Pölles geheime Folianten, genau. So geheim sind die gar nicht. Ja. Ich erkenne da unten so ein paar theologische Fachliteraturbücher, wenn ich das so von meinem. Also die können ja schon deswegen gar nicht geheim sein, weil sie ständig im Internet zu sehen sind. Ja. Wie war das, wenn man es ganz offensichtlich hinstellt, achtet keiner drauf? Wie war das? Anderer Leute Problemschutz bei Douglas Adams? Naja gut, vielleicht starten wir einfach mal und schauen uns mal ein bisschen auf meinem Kanal um, was so letztes Jahr war. Ich glaube, mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich habe ja neues Spielzeug hier. Das Flip. Schon in einer anderen Szene drüben. Und wow, ja. So, hier habe ich euch meine die Liste auf YouTube. So sieht es aus, wenn ihr euch die Videos anschaut, die auf meinem Kanal sind. Und ich glaube, das erste Video in diesem Jahr müsste sein eine Lesung. Guck mal.
Das müsste hier 11 Monate. Beyond the Wall ist, glaube ich, noch aus dem letzten Jahr. Das heißt, die erste Sache müsste die Lesung von Hiobs Botschaft, Folge 21. Hat hier eigentlich einer von euch beiden gehört? Oder angefangen? Ich habe angefangen, ich habe dann nur irgendwann aufgehört, als du dann angefangen hast, mit der Runde auch zu spielen, weil ich glaube, dass man sich ja diese Lesung relativ viel spoilert. Das stimmt, ja. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt warte ich mal, weil ich möchte es gerne mit denen, während sie spielen, gemeinsam erleben und gucken, ob die Theorien dazu, die ich habe, was da passiert ist, irgendwie wahr werden oder nicht. Das war ja auch so ein Marathonprojekt, was ich mit der Mayo damals angefangen habe und den Verlag angeschrieben, dann lange nichts gehört und dann mussten da noch irgendwie im Verlag noch irgendwie noch Absprachen getroffen werden, ob das überhaupt erlaubt ist und ob der Autor das will und ja, dann haben sie es mir erlaubt und so haben es uns erlaubt, der Mayo und mir. Und dann haben wir das angefangen und haben gar nicht irgendwie im Blick gehabt, wie scheiße dick dieses Buch ist. Und ja, haben uns dann so von Kapitel zu Kapitel, ich glaube irgendwie pro Session irgendwie so zwei, drei Kapitel eingelesen. Und am Anfang irgendwie noch unglaublich viele Takes immer gebraucht, bis wir irgendwas vernünftig gelesen haben. Und dann später war uns das relativ egal, auch wenn man mal Verhaspler drin hatte oder so. Immerhin haben wir das ja live vorgelesen. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie ein super produziertes Hörspiel oder so. Das ist einfach ein live vorgelesenes Buch. Hin und wieder haben wir versucht, so Stimmen anders zu machen, aber ich weiß auch nicht, wie konstant das dann ist irgendwie, weil da kommen so unglaublich viele Charaktere vor in dieser Lesung. Aber ich empfehle das trotzdem, weil die Geschichte unglaublich toll ist, auch wenn das Ende von dem Ganzen etwas, naja, unbefriedigend war, fand ich. Aber naja, da will ich nicht zu viel spoilern, wenn ihr es noch schauen wollt. Ja. Der D-Rex sagt, wir wurde gesagt, wir dürfen hören, aber spoilern uns dann. Genau, richtig, ja. Also in dem Buch kommt schon sehr viel über den Hintergrund vom Engel-Universum durch. Und ja. Nicht alles, aber sehr, sehr viel wird angeteasert, ja. Ja, dieses Projekt ist dann auch zu Ende gegangen, genau noch in dem Monat. Also ich glaube, das war auch die letzte Lesesession, die es da gab. Und mit Mayo habe ich auch seitdem, glaube ich, noch einmal geschrieben, aber die ist auch irgendwie so aus dem Blick verschwunden. Das ist irgendwie auch sowas, was man ja ständig hat. Irgendwie manchmal hat man so Projekte und dann arbeitet man mit tollen Menschen zusammen und dann ist das Projekt vorbei und dann, ja, wenn sie dann nicht aktiv sind auf dem Pol, dann verliert man sie irgendwie aus dem Fokus. Heute habe ich gesehen, ist ja auch jetzt gerade im Chat hier Bloody Angel ganz ganz wieder dabei auf dem Nordpol. Die war in den Anfängen des Nordpols schon mal da und war dann super lange weg und hat mich gefreut, dass die jetzt wieder ein bisschen aktiver wird wieder im Pol. Sehr schön, ja. Naja, gut. Das war die Lesung. Also Empfehlung, wenn ihr das noch nicht gehört habt und ihr sucht mal so ein schlechtes Hörbuch mit einer tollen Story, dann tut euch das mal an. Es sind da insgesamt drei Bücher hintereinander weg. Ja. So, ich merke schon, ich darf nicht zu viel quatschen, weil sonst geht mein Kopfhörer aus. Sagt ihr mal kurz was, damit mein Rauschen auf dem Ohr weggeht. Ja, klar, kein Problem. Also ich werde es mir definitiv noch irgendwann anhören. Ist auf der Liste. Ich habe nur, wie gesagt, gedacht, nachdem ihr jetzt gerade dran spielt, es bleibt ja hoffentlich auf YouTube, dann kann ich das ja auch noch ein bisschen nach hinten schieben. Ja, ich hoffe auch, dass es auf YouTube bleibt. Ich habe kurz mir überlegt, ob ich das als MP3 noch irgendwie mache, aber das sind so unglaublich viele Folgen, das ist so viel Arbeit. Gut. Ja, das zweite Video in dem Jahr ist dann auch schon DSA 5, Klingende Nacht, Folge 20. Ja, da kann der Pölle jetzt ganz viel zu sagen, weil er weiß noch genau, was in Folge 20 passiert ist. Ja, und zwar, wie hieß die Folge denn? Vielleicht hilft mir das ein bisschen. Finstere Begegnung hieß die Folge. Okay, das ist ein eindeutig zuordnenbarer Titel.
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwas ist passiert. Der Dollar Power hat ja heute auch noch mal einen schönen Abriss der Best Scenes als Kommentar unter unseren Epilog gesetzt. Hast du den gerade offen zufällig? Nee, habe ich nicht offen. Den Epilog jetzt, den Kommentar? Ja, den Kommentar. Nein. Ich habe hier so einen Stichpunkt, bester Kommentar des Jahres. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt an den Dollar Power vergeben können, aber ich hatte heute schon ein bisschen Pipi in die Augen, als ich den gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, ja. Und es gibt so unglaublich viele tolle Kommentare von euch da draußen. Vielleicht mal stellvertretend für alle tollen Kommentare, die wir dieses Jahr hatten, mal ein ganz großes Dankeschön an den Dollard Power irgendwie. Und wenn der Pölle das irgendwie hinkriegt, den aufzumachen, dann kann er den mal kurz vorlesen für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden. Naja, man kann ihn sich ja auch angucken sonst, ne? Und ich könnte auch mal ganz kurz gucken, ob ich... wofür habe ich denn also ich hätte ihn jetzt, soll ich den mal vorlesen? Ja, mach mal. Okay. Jetzt folgt ein Kommentar von Dollard Power mit Pölles Stimme. Featuring Pölle. Wow, hier geht eine Reise zu Ende, von der man gar nicht möchte, dass sie zu Ende geht. Früher hatte ich dieses Gefühl, wenn ich nach vielen, vielen Wochen ein Spiel durchgespielt hatte, man auf die durchlaufenden Credits der Entwickler starte und plötzlich diese Leere einen erfasst, weil es nun zu Ende ist. Mir bleibt nur noch ein dickes Danke zu sagen für diese epische Reise. Jeder Charakter hat eine große Entwicklung gemacht, hatte seine Höhen und Tiefen, ist schwach geworden, gefallen und wurde von den Gefährten aufgefangen. So viele Szenen und Situationen gab es, es ist unmöglich, sie alle aufzuzählen. Spontan fallen mir ein der krasse Anfang, wo sehr schnell der Angriff auf das Dorf begann und die Helden gar keine Helden sein konnten, sondern nur der Rückzug blieb. Ikaios Besessenheit und das Massaker an ihren Hunden, eine schaurige Szene, die mich sprachlos gemacht hat. Der Zweikampf von Goswin mit Nituk und der entscheidende Acceleratus in letzter Sekunde. Als ich begriffen habe, dass die Angreifer Nachtalben sind und zu Pardona gehören. Ich liebe die Filiasson-Saga und alles, was dazugehört. Und gerade Pardonas Geschichte finde ich richtig spannend. Die Erkenntnis, dass die Chakagra die Gefallenen auferstehen lassen und für sich kämpfen lassen können. Schuhu. Lothiers Anrufung der wilden Jagd und sein stilles Fortgehen, um ein eisiges Grab zu finden für sich. Der Karnickel-Zwischenfall und das emotionale Entsetzen bei allen. Dazu dann das Auftauchen von Golgari und der Deal mit Ilva. Schaurig bedrohlich. Der Running Gag mit Goswin als Südländer. Generell die Kämpfe. Da soll noch mal jemand sagen, dass die bei DSA langweilig und langatmig sind. Mit den Koali-Hausregeln hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass es ein ungutes Ende nehmen könnte. Eine verkorkste Verteidigungsprobe und es hätte zu Ende sein können. Allein die letzte Schlacht ging über 2 Sessions und über 5 Stunden. Nicht eine Sekunde war für mich langweilig. Die Geweihten. Du hast die NPC-Geweihten sowas von klasse gespielt, da kann ich nur den Hut ziehen. Sie wirkten immer sehr tiefgründig und konnten die Position und die Standpunkte ihres Gottes sinnvoll erklären. Stark war die Szene, als die Gefährten aus dem Lager der Nachtalben zurückkamen und Ikaio sich gar nicht traute, Quenya anzuschauen, wegen ihrer zeitweisen Besessenheit. Quenya erkennt dies und möchte Ikaio die Furcht vor der Strafe Praios nehmen. Sie nimmt sie in den Arm und sagt, Praios ist Gerechtigkeit, Ikaio, nicht Verurteilung, Ordnung und Gerechtigkeit. Gänsehaut pur. Dazu wiegt Balds heldenhaftes Ende. Er wird ganz sicher an Rondras Tafel nun Platz gefunden haben. Ich habe viele Szenen vergessen, aber es sind einfach so viele Eindrücke und Erlebnisse gewesen, da kann man gar nicht annähernd alles aufzählen. Ich würde übrigens sehr gerne wieder etwas von Ilva hören. Leopardin 202 hat es ja angedeutet, dass für sie die Geschichte auch noch nicht so wirklich beendet ist. Vielleicht gibt es eine Kurzgeschichte im Rahmen des Summer Jam, falls es sowas Tolles wieder gibt. Ihr habt euch aufeinander eingelassen und seid miteinander gewachsen. Ich glaube, besser geht's einfach nicht. Wir haben zusammen gelacht, gestaunt, gerätselt, geweint, waren geschockt und uns hat im Hochsommer die derische Kälte des Nordens frösteln lassen. Danke euch dafür. Und Koali, du hast eine wunderbare Geschichte aufgebaut, die Welt und deren Eindrücke erschaffen und ich bin mir sicher, du hast der Vorlage sehr viel hinzugefügt und es erst zu diesem Meisterwerk gemacht. Dafür besonders an dich ein extra herzliches Danke. Wie du es erzählt hast, da muss doch Netflix zuschlagen und eine Serie draus machen. Vergesst Game of Thrones, Vikings und The Witcher, das sind die wahren Abenteuer. Ah, das habe ich schon wieder. Bist du? Ich glaube, Dollard Power hat dafür viele von den Zuschauern gesprochen. Ich kenne ja Kling auch von der Zuschauerseite nur und ja, er hat einfach recht. Ne? Was soll man da noch groß sagen? Wir waren nur zu faul, so einen Kommentar zu schreiben. Danke, Dollard Power. Also ich kann mich auch eigentlich nur an einen einzigen Stream erinnern, der
der mich ähnlich aufgeregt und aufgekratzt hinterlassen hat wie der Wettkampf mit Nituk. Und das war mein allererster Stream, wo wir damals mit Umbreon noch Beyond the Wall angefangen haben, dieses Beta-League. Du kannst dich da wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Nicht für Beyond mich war the es Wall, der sondern erste Through the Breach. Through the Breach. Ach, ja, und das hat Koali erst neulich beworben und ich hänge gerade dran am Preload für so einen gewissen Tinkerer zu hören. Ich dachte, ah, cool, muss ich jetzt auch hören. Ja, das, das finde ich gut. gute Charakterauswahl. Genau, ja, und das war, also das ist das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich jemals noch so aufgekratzt nach einem Stream gewesen bin, wie genau da. Also ich habe, glaube ich, die ganze Nacht nur 2 Stunden geschlafen, weil ich aber nicht mehr konnte. Ja, bei dem Duell habe ich ja selber hier so spitz auf Knopf gesessen als Spielleiter und habe irgendwie jedem Würfelwurf irgendwie, bin dann ja auch aufgesprungen, als es geklappt hat und so irgendwie. Das ist halt, ja. Ja, genau, das waren schöne Erlebnisse im letzten Jahr mit den Klingen der Nacht, ja. Glaube fast zu sagen, dass die Folge 20 schon nach dem ganzen Kram spielt, die den wir damit mit. Kurz in die Kommentare reingeschaut. Kann das sein, dass es die Folge war, wo ihr die Chakagra aus dem Baum geholt habt? Das kann gut sein. Weil da irgendwie war von den Kommentaren von Katze und Wolf auch, dass da relativ viel Info geliefert wurde. Ich glaube, das war dass die Gespräche, die da geführt worden sind, wo ihr den Speer aus dem Baum geholt habt. Mhm. Ja. Also um das nochmal irgendwie zu sagen, für den Dollar Power nochmal danke. Und wie gesagt, das ist nur stellvertretend für die ganzen tollen Kommentare, die wir gekriegt haben. Das ist so ein bisschen das Highlight überhaupt, was ich jedes Mal habe, wenn wir hier spielen. Also einerseits hat man Spaß daran, dass die Geschichten zu erzählen und zu erleben mit seinen Freunden im Internet. Und andererseits ist es so, dass das, was später kommt, so wenn die Leute sich die Zeit nehmen, auf YouTube irgendwie zu hinterlassen und sei es nur ein irgendwie, ja, ich hatte Spaß. Das ist so ein bisschen des Koalas Brot für das, was er hier so macht. Ganz, also das ist das Schönste, was ihr uns zurückgeben könnt, so wenn ihr das machen wollt. Und ich gebe auch alles, was ich sehe, irgendwie manchmal geht mir so ein Kommentar durch, wenn der irgendwie von YouTube nicht richtig angezeigt wird oder so, das passiert hin und wieder. Aber die meisten, also sag mal 99% der Kommentare kriege ich mit. Und ich gebe die alle bei uns im Discord immer weiter. Und das heißt, die Spieler sehen und lesen die dann auch alle. Und ja, und dann müsstet ihr mal sehen, was dann in unseren Unter-Discord-Gruppen los ist, wo wir unsere Absprachen treffen. Da ist dann irgendwie auch immer so, Rerion schreibt es ja auch schon wieder irgendwie, ich habe auch irgendwie ein Tränchen verdrückt oder so. Oder man freut sich oder man ärgert sich vielleicht auch mal über einen Kommentar, wenn da irgendwie Kritik kommt oder so und man die nicht verstehen kann. Und diskutiert drüber, was man besser und was man schlechter machen kann. Also ich ermuntere euch nur. Oder man greift sie auf, um beim nächsten Mal eine Szene zu gestalten, genau. Weil schöne Anregungen aus einem Kommentar kamen. War das nicht auch der Dollar Power? Ich glaube, ja. Diese Hangover-Party auf dem Schiff. Ja, genau. So ist, also schreibt Kommentare. Ich kann das euch nur weiter sagen. Wenn ihr irgendwas toll findet, nicht nur bei mir, sondern generell auf YouTube, wenn ihr irgendwie ein Video seht und sagt, cool, das hat mir jetzt, das, keine Ahnung, 5 Minuten meines Lebens besser gemacht, mich amüsiert, dann schreibt das doch so drunter. Das ist sehr schön immer. Das heißt nicht, dass es nicht auch Kritik geben darf. Aber dann ist eben schöner, statt nur zu sagen, ich finde scheiße oder der Ton ist scheiße, dass man vielleicht auch mal dazu sagt, was ist ich, der Ton ist, es ist anstrengend zuzuhören, weil der eine so leise ist oder da sind irgendwelche Störgeräusche oder so, weil dann können die Streamer auch immer noch was dran verbessern. Weil wir den Ton, wir hören uns hier über den Discord oder über Skype, wir kriegen manche Dinge einfach nicht mit. Und deshalb gerne auch Kritik, aber man kann Kritik auch immer höflich und konstruktiv formulieren. Also es ist immer schwer, Kritik zu sagen und dann irgendwie, ich habe heute dieses Jahr einmal bei Mischka einen ganz langen Kritikkommentar geschrieben, den mir im Nachhinein so ein bisschen selber leid tut, aber ich war da unglaublich enttäuscht von dem, was der Mischka da gestreamt hatte. Und das musste irgendwie raus.
Und dann habe ich mich irgendwie noch ein bisschen mit Mischka irgendwie privat im Discord unterhalten und dann das irgendwie alles relativiert und so. Und klar, der Kommentar ist halt noch da. Und ich kann den auch immer noch so unterschreiben, wie er da ist, aber er ist halt auch maßlos aus der Situation heraus. Also man merkt dem Kommentar auch an, wie enttäuscht ich in dem Augenblick war. Aber auch sowas hat halt auch seinen Platz so. Und wir haben halt auch für unsere Runden auch dieses Jahr auch Kritik gekriegt. Nicht so viel wie Lob, das ist auch schon mal ganz schön. Aber wir haben auch Kritik bekommen. Und ja, ich denke, das hat uns auch alles irgendwie ein bisschen weitergeholfen. So. Also entweder sagen wir dann, okay, das ist irgendwie, naja, machen wir halt anders. Who cares? Oder man nimmt sich das zu Herzen und denkt so, ja, stimmt, da könnten wir noch was verbessern. Und macht's dann auch. Genau. Konstruktive Kritik, ganz schön, ganz wichtig hier. Ja, gut. Wir gehen mal weiter und zurück zur nächsten großen Runde auf dem Kanal. Denn das nächste Video ist die Folge 6 von Vampire V5 Blood and Sand. Das Stadtgeflüster. Und ich sehe danach, das Video ist erst das Intro. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich ein vernünftiges Intro hatte für die Runde. Ja, das heißt aber auch, dass da erst so richtig die Runde richtig dick angefangen hat. Ohne Intro ist immer so ein bisschen. Das war bei Engel, glaube ich, auch so, dass es irgendwie ganz lange kein Intro hatte. Ja. Ja, da spielen da Nufiramin mit und was viele gar nicht wissen, der Pölle ist ein Co-SL für diese Runde. Also, ja, so richtig viel macht er eigentlich gar nicht, aber er ist halt immer da und wenn ich irgendwie sage, irgendwie ist das zu doof, dann kann ich das so machen, dann schreibe ich dem und dann sagt er, ja, mach mal. Genau so Wir dürfen ungefähr es dann läuft das, ja. ausmachen. Sag mal, Pölle meint, ich kann das und das so machen? Oh yeah. Ja, ich glaube, mit der Blood and Sand Runde, die hat er zwar schon 2018 angefangen, aber ist halt in diesem Sind nicht Jahr aufs Ende vom Jahr, ne? ist in Ja. diesem Jahr auch erst richtig durchgestartet, auch weil die V5 jetzt auf Deutsch auch bald rauskommt und so und hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit halt auch bekommen. Und ich finde, das ist auch eine besondere Runde auf dem Kanal. Ich meine, ich habe ja vorher schon mal Vampire gespielt, schon öfters. Aber die Art, wie da gespielt wird, ist schon anders, als das in anderen Runden ist. Einfach, weil es das erste Mal wirklich war, dass ich eine Sandbox probiert habe aufzubauen. Und die funktioniert einfach unglaublich gut, weil die Leute, mit denen ich da zusammenspiele, einfach auch sehr gut harmonieren und sich auf die ganze Sache auch einlassen können. Ja. Kann Das macht Feramin ja ja auch was von ihm brutal viel gespielt, ja. Spaß. Macht ja auch brutal viel Spaß. Auch dieses, nachdem wir hatten ja Pläne für gestern oder Ideen oder ja, das und das machen wir und dann zack, oh fuck, oh verdammt. Ist jetzt mal wieder alles anders oder sind auch Dinge passiert, die eigentlich logisch waren, wo wir aber vorher gar nicht dran gedacht haben, die jetzt den einen oder anderen eben wieder in Schwierigkeiten bringen, wo wir zu suchen müssen. Lösungen dafür zu finden oder Allianzen zu schmieden, mit denen nicht alle glücklich sind und die seltsam sind. Und naja, muss man eben so nehmen. Und Und dann kriegen wir bald noch andere Freunde in die Stadt, die uns vielleicht ganz schön Ärger bereiten. ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, der D-Rex schreibt gerade, die Runde hat seine Meinung zu Vampire um 180 Grad gedreht. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist eigentlich jetzt. Ich weiß ein bisschen, was das D-Rex Vampire vorher nicht so mochte. Ich weiß gar nicht, aber D-Rex, du kannst ja gerade noch mal in die Kommentare schreiben, was so bei halt dein Hauptkritikpunkt an Vampire vorher war und warum das Ganze jetzt so 180 Grad gedreht ist. Das interessiert die anderen vielleicht ja noch, bevor ich jetzt irgendwie hier Vermutungen anstelle, was deine Meinung vorher war. Dann können wir das vielleicht auf die Runde beziehen. Ja, man sieht hier auch irgendwie auch schon, die Vampire wurde dann sehr viel gespielt. Und wenn ich noch mal einen hochgehe in die 8. Folge Neue Monster, da taucht dann auch ein NPC wieder auf. Also der ist jetzt ein NPC und es war eigentlich ein Gastspieler, weil das ist auch neu in dieser Runde, dass ich Gastspieler dabei habe, die halt einspringen, wenn andere nicht können.
Und in dem Fall hat da in Folge 8 die Züdi gespielt, eine Nosferatu, die inzwischen halt ein NPC ist, weil Züdi gesagt hat, nö, das ist irgendwie nicht so meins und irgendwie ich habe nicht so viel Zeit und irgendwie keinen Bock, mich da so richtig reinzuarbeiten und so. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich hätte den Charakter ganz gern noch weiter in dieser Stadt und der macht auch Spaß und dann wird da halt ein NPC, ne? Dann schreibt der D-Rex hier: Ich habe in meiner ersten Runde einfach 15 Minuten gespielt und 4 Stunden den anderen bei Selbstbeweihräucherung zugeschaut. Ja, das ist mir auch das vorgeworfen worden in den Kommentaren in Blood and Sand, dass das kein Gruppenspiel wäre, was wir da betreiben. Sondern, ja, es ist auch eigentlich nicht so das klassische Gruppenspiel, sondern es ist sehr viel One-on-One an allen möglichen verschiedenen Stellen und die Charaktere agieren eigentlich recht wenig gemeinsam. Aber ich glaube, das transportiert in dem Falle ganz gut die Stimmung von Vampire generell, so, dass man halt auch auf sich alleine gestellt ist. Und das richtige Freunde gibt es in der World of Darkness halt auch selten. Ja, es ist auch so ein bisschen ungewohnt für mich, aber es funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Manchmal Ja, agiert man gemeinsam, manchmal nicht. im Endeffekt muss es für dich und für uns als Spieler irgendwie passen. Und wenn wir alle sagen, hey, das ist okay für uns und das macht Spaß, dann können andere sich da lang und breit drüber aufregen, wie sie möchten oder es doof finden. Sie sind nicht in der Situation, dass sie in der Runde spielen. Und solange es für uns okay ist und wir Spaß dabei haben, und es gibt ja auch genügend Leute, die dieses Konzept total spannend finden und sagen, das reizt sie ja gerade, das anzuschauen, weil es eben nicht, wir sind alle Happy Tree Friends und rennen gemeinsam da durch den Dungeon, sondern eben, wie gesagt, dieses Intrigenspiel, was wir am Anfang gesagt haben, auch haben wir nicht so Interesse dran. Ja, jetzt ist es eben ein selbstinduziertes Intrigenspiel. Aber Genau. es ist einfach nicht so, du hast die Camarilla sagt, du musst gegen den intrigieren, sondern es sind wirklich die Eigenmotivationen der einzelnen Charaktere, die eben zu diesen Intrigen führen. Also wir haben in der Session 0 haben wir uns alle verständigt, was wir machen wollen, was nicht. Und da hieß es dann, wir wollen nicht dieses klassische Vampire-Intrigen-Dingenskirchen haben. Und ich so, okay, dann machen wir das halt nicht. Und dann hat es aber dazu geführt, ich glaube, in Folge 8 war es dann auch schon soweit sichtbar, dass die Charaktere alle so an verschiedenen Ecken der Stadt ankommen und in so verschiedene Interessen haben, dass die automatisch in verschiedene Richtungen unterwegs sind. Und obwohl sie eine gemeinsame, gesammelte Aufgabe haben, doch auch andere Vorgehensweisen haben. Und der Pölle hat dann, kann er jetzt auch noch was dazu sagen, aus NPC-Sicht, ne, irgendwie, dass auch die NPCs halt genauso agieren wie die Spielercharaktere, also ich denke das so von mir, dass die halt auch ja, ihre eigenen Agenten haben, gegeneinander agieren und gegen die Spieler agieren. Und ja, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir diesen Aspekt nicht ausgeklammert haben, sondern dass er sich ergeben hat. Also wir wollten es ja eigentlich nicht machen, aber dann habt ihr automatisch von euch aus angefangen, das zu tun. Und habt es wahrscheinlich am Anfang gar nicht gemerkt. Und Es irgendwie. fällt aber eben leichter so zu spielen, wenn du es selber machst, wie es heißt, ihr müsst jetzt da gegen die aus den und den Gründen, sondern wenn das einfach so selber ist, es ist natürlich gewachsen und von daher ist es auch leichter, das auch irgendwo glaubhaft zu bespielen, weil es einfach eine natürliche Sache ist. Naja, das ist ja auch der Punkt mit der Sandbox, ne? Also, sobald du eine Sandbox hast, gibst du als Spielleitung natürlich immer auch ein ordentliches Paket an Storygestaltung an die Spielercharaktere eben ab. Und was die damit machen, das kannst du vorher ja gar nicht planen, ne? Also, das sieht man dann ja immer bei so Abenteuern, die dann doch irgendwie plotorientiert sind oder so. Die brechen dann die Sandbox ab irgendeinem Punkt ab. Da gibt es dann einen Triggerpoint oder irgendwie eine Erkenntnis oder so. Dann geht es dann ins Railroading über. Weil entweder du hast halt eine Story, die du als SL durchbaust, ne? Die kann natürlich Umwege gehen, die kann eine Baumstruktur haben, wie auch immer. Aber sobald du es wirklich als Sandbox organisierst, weißt du als SL nicht wirklich, was am Ende des Abends rauskommt. Und das finde ich, das macht aber auch den Reiz aus, ne? Also es ist halt nirgendwo nachzulesen, das ist überhaupt nicht möglich, weil vor Beginn des Abends weiß ja nicht mehr die Spielleitung, wo man am Ende des Abends ist. Kein Plot überlebt den Erstkontakt mit der Gruppe.
Ja, und ich habe mir dann einmal mit dem Pölle zusammen dann halt so Gedanken gemacht, so irgendwie, komm, lass mal die nächsten paar Monate mal planen im Voraus. So, was haben wir denn vor? Ja, das muss ja irgendwie, gibt es dann zum Jahreswechsel gibt es eine Elysiumsfolge, die gab es dann halt auch dieses Jahr auch. Und dann, ja, was machen wir denn da? Und dann haben wir beide ein bisschen gebrainstormt und ja, das wäre cool und das wäre cool und das wäre, ja, dann lass mal drauf hinarbeiten und das machen wir noch auf so ein paar Sessions, so die werden so dahin plätschern und dann machen wir so die Bam, Elysiumsfolge. Ja, und da habe ich nicht mit Feramin gerechnet, die dann einfach mal so 50% unseres ganzen Vorhabens einfach mal mit der Kettensäge wegrasiert hat. Tut mir leid. Nö, total gut. Das war in meinen Augen eine total logische Sache. Also hätte er das mit dem Krankenwagen nicht gesagt, dann wäre ja noch irgendwo was zu machen gewesen. Aber das war so, oh, tschüss, du bist raus. Ja, vielleicht sollten wir nicht zu viel spoilern, weil ich lese gerade nochmal hier, Bloody Angel ist ja gerade erst bei der aktuellen Folge, hat sie eine geguckt und will nachschauen. Ne? Also so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel spoilern. Aber du hast sehr viel nachzuholen, ja. Ich sehe das schon. Ja, aber das ist ein guter Punkt gewesen, diese eine Sache, die Feramins Charakter da gemacht hat, wo ich dann auch irgendwie als Spieler da so, scheiße, was machst du damit jetzt? So, ich weiß auch gar nicht, ob das dieses Jahr war oder ob das in dem Jahr davor schon passiert ist, dass wir auch einen Redcon hatten in der Runde. Das hatte ich vorher auch noch nie. Ich meine aber, das wäre letztes Jahr schon gewesen. Das war relativ früh, meine ich. Ja. Also auch das hat aber auch ohne Probleme funktioniert, ne? Ja. Ja. Mal gucken, wie die Runde weitergeht, wie die sich entwickelt. Und bis jetzt macht mir das sehr viel Freude, obwohl ich habe gestern schon in dem Aftershow-Stream, den ihr auf Patreon ja immer gucken könnt, habe ich schon gesagt, langsam wird die Box sehr groß und sehr viele lose Enden und langsam kriege ich ein bisschen Probleme, die alle im Auge zu behalten. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ja, sehr viel Vampire gibt's hier, wenn ich das hier so sehe, und dann gibt's auch schon die nächste große Runde, die DSA 5 Phileason-Saga. Und zwar haben wir da gespielt Harangas Kinder in 6. Folge. Mal gerade gucken, was ist denn das? Piraten waren da. Ach, das war nicht der Leutnant Conchobert, oder? Ich glaube, der war später. Später. Ich glaube, da wart ihr gerade auf diese. Ich bin mir nicht sicher. Es ist komisch, jetzt das mal zu gucken. Man weiß gar nicht mehr, was in der Folge drin ist. Welche Folge war das? Folge 6, Nummer? Harangas Kinder, ja. Es ist übrigens eine gute Sache, jetzt wo du es gerade ansprichst, Kommentare nochmal was zu sagen. Wir kriegen ganz oft so Kommentare unter dem Video so, boah, Pölle, was hast denn da jetzt wieder gemacht? Voll doof. Und wir so, ja, was denn? Das war vor zwei, drei Monaten. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und ich mache viele doofe Dinge. Also wenn das kann aber auch passieren, wenn die Leute das wirklich irgendwo, ich höre viel gerade beim Autofahren, wo ich dann einfach, kann ich mir keine Notiz machen, welche Szene ich da jetzt so lustig fand, und dann bleibt manchmal nur so, ah ja, das wolltest du, und so kommen manchmal ein bisschen kryptische Kommentare auch zustande. Ja. Peter schreibt schon, bald beginnt das Massensterben, das war, glaube ich, noch zu Vampire, ja. Ich hoffe nicht. Und Dollardpower sagt, da kam Hilpert von Puspereiken vor, ja. Das kann gut sein. Ich meine, ist ja nicht so, als ob Piraten in der Phileason-Saga nie eine Rolle spielen würden. Ja. Ja, Phileason-Saga, Pölle. Ja. Spielst du ja mit. krieg ich so mit, ja. Ja. Ich meine, am Anfang sagte ich ja immer, die Runde ist ein No-Brainer für mich. Also ich halte, indem ich Kopf ausmache, Muskeln an und los geht's. gerade im letzten Jahr habe ich aber das Gefühl, dass ich immer mal wieder auch ins Denken komme. Also jetzt gerade so den letzten Stream, wo ich dann das Handeln übernommen habe. Ich meine, Schreiben habe ich ihm ja jetzt auch beigebracht. Also beziehungsweise Fianna hat ihm Schreiben beigebracht.
Das ist für mich auch sehr unerwartet, also was der Charakter für eine Wandlung vornimmt. Genau. Ich habe sowieso immer wieder das Gefühl, dass man mit den Charakteren gerade bei so einer langen Kampagne sowieso immer ganz woanders rauskommt, als man das eigentlich meinte. Genau, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch die Abenteuer. Ich meine, wir haben Harangas Kinder gespielt, wir haben die Suche nach dem Kelch dann in diesem Jahr gespielt. Das waren im Prinzip die beiden einzigen Abenteuer, die dieses Jahr gelaufen sind. Ja, und jetzt wieder Wind in der Wüste, ja. Genau, wieder Wind in der Wüste haben wir angefangen. Ja, Dollar Power schreibt gerade eine gute Sache, da war der Enigma noch dabei in dieser Folge. Da gab es dieses Jahr ja auch einen Wechsel, das heißt, der Enigmon ist aus der Runde ausgestiegen, weil er es gesundheitlich nicht richtig hinbekommen hat, irgendwie regelmäßig dabei zu sein. Und ich finde auch, seitdem ist die Phileason-Saga auch deutlich konstanter in ihrem Output geworden, also dass wir das hinkriegen, auch wirklich alle 2 Wochen zu spielen, also fast, ja. Und ich habe das auch da versucht, dann auch da mit Feder dann auch noch einen Gastspieler zu machen, falls einer weg ausfällt, dass dann Feder einspringen kann und so. Ja, Saiki geht einkaufen. Tschüss, Saiki, kauf nicht zu viele Böller. So, und ja, und so leid mir das getan hat, weil ich den Enigmon unglaublich nett finde als Freund und als geschätzten Spielkollegen. Aber am Ende hat man das auch gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen abgebaut hatte und auch nicht mehr ganz fröhlich war mit der Entwicklung von seinem Charakter und von der Geschichte und so. Und, ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Tief für die ganze Runde. Ich habe das so auch an meiner Frau gemerkt, die dann irgendwie auch irgendwann mal meinte auch so, ja, ich weiß nicht, Phileas, sondern ja. Und ja. Irgendwie schwierig. Ja. Jetzt haben wir den Follower-Alert gar nicht gesehen, weil ich den gar nicht oben habe. Wer ist denn da gefollowed? Alarm. Bloody Angel hat Koalas gekrault und wir haben es nicht gesehen. Verdammt. Naja. Wir haben es gehört. Gut. Dafür ein freudiges Ahoi. Genau. Ja, also wie gesagt, der Enigmon ausgeschieden und dafür der Rerion als maraskanischer Meuchler in die Gruppe integriert. Und ich finde, das läuft seitdem wieder smooth und hat mich auch ein bisschen ich mochte auch die Abenteuer, die an der Stelle sind, als Spielleitung auch nicht so besonders. Was man dann vielleicht auch gemerkt hat. Und jetzt geht's wieder ein bisschen bergauf, finde ich. Aber das ist halt so eine lange Kampagne, die hat halt auch Höhen und Tiefs. Ja. Und trotzdem finde ich das aber auch ganz gut, dass es fast keiner gemerkt zu haben scheint, dass wir da ein bisschen einen Durchhänger hatte. Ich weiß, ein Pheramin hat es ja nicht. Du hast nachgeguckt, ne? Du hast ja irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie Phileason am Tisch gespielt und hast gesagt, ich guck das nicht. Ich spiele noch, genau, ich habe relativ, ich hatte da aufgehört, wo ihr noch bei den Nivesen wart, hatte ich dann aufgehört, weil dann klar war, dass ich in die Runde dazukomme. Nachdem wir euch inzwischen überholt haben, kann ich jetzt auch wieder gucken. Man hat es schon ein bisschen gemerkt. Ja. Und es war eben auch, es ist auch, ich weiß ja selber, wie nervig es ist, wenn es dann ständig ausfällt. Das ist als Spieler nervig, das findest du als Zuschauer auch irgendwie blöd, weil du freust, wenn du wirklich regelmäßig live guckst, du freust dich ja ein bisschen drauf, das ist ja wie früher Serien gucken oder so, wo du sagst, heute hier ist es wieder soweit und wenn es dann immer ausfällt, ist es dann irgendwann ein bisschen frustrierend und du, wenn du halt auch das Gefühl hast, du kommst in dem Abenteuer nicht weiter, weil es dann so oft ausfällt, macht dann eben, ja. Also wir tingeln bei meiner Phileason-Gruppe auch gerade so durch die Gegend, wo ich mal denke, so, boah, hoffentlich haben wir dieses Abenteuer bald geschafft, weil ich finde es super nervig. Ich fand auch, dass die Suche nach dem Kelch, also auf diesem Tankfeld, fand ich auch furchtbar ätzend. Hat überhaupt keinen Spaß. Also es war ein, zweimal war es lustig mit diesen random Encounter. Oh, du triffst mal wieder ein giftiges Tier. Was passiert denn heute quasi? Aber irgendwie hat sich gezogen. Es hatte so seine Längen. Aber ich finde,
da merkt man deutlich, wie wichtig es ist, gerade diese DSA-3-Abenteuer oder DSA-2, ich weiß gar nicht mehr, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr früh in der DSA-Zeit gewesen, die ja auch noch mal ordentlich umzubauen, damit man gerade in so einer langen Kampagne da auch gut weiterkommt. Weil die sind halt wirklich echt noch auf Dungeon-Crawling aus. Ne? Also gerade das in der Sargasso-See, da hatten wir ja auch mal drüber diskutiert, das könnte man noch mit aufgedeckten Feldern und so machen. Ne? Und das ist aber genau die Form von Rollenspiel, die ich eigentlich nicht so gern spiele. Ne? Also gibt Leute, die finden das total super und finde ich auch total toll, wenn die das super finden. Aber das ist gar nicht so meine Form, weil da einfach nicht Geschichte drin ist, sondern das ist wirklich dieser Spielcharakter in den Vordergrund gerückt. Und ich glaube, da muss man halt auch einfach seine Herangehensweise finden. Und ich glaube, Koali, da hast du gerade eben auch aus dieser Überfahrt von Haranges Kinder, wo du mit den Seeschlangen so unzufrieden warst und so, da hast du einfach auch nochmal die richtigen Schlüsse draus gezogen. Das hatte ich euch ja geschrieben, wir haben das ja gespielt mit hier die komplette Karte unter einer Glasplatte, anderes Papier draufgeklebt und dann mit dem Skalpell immer freigeschnitten, wo wir gerade sind. Genau, daher hatte ich das. Es hat trotzdem nichts geholfen. Jetzt Inseln im Nebel. Wir haben so eine schöne Karte, wo unser Spielleiter dann immer ergänzt, wo wir gerade rumgefahren sind. Nein, es macht trotzdem keinen Spaß. Es ist einfach zu langatmig. Aber ich glaube, da fehlt unserem Spielleiter auch einfach noch ein bisschen so die Erfahrung. Ist Spoiler-Ende. Ja, also Erfahrung mache ich sehr, sehr viele auch während der Runden. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Also man entwickelt sich ja auch ständig weiter, ne? Und ja. Ein bisschen so ein Triggerpunkt war, dass als wir eine Nachbesprechung dieses, also am Ende, also gar nicht vor ein paar Monaten, glaube ich, vor ein paar Sessions bei DSA mal hatten, wo dann der Mischka mal sagte bei der Nachbesprechung, boah, Koali, man merkt den Unterschied, ob du gerade Plot aus dem Buch spielst oder ob du dir das gerade ausdenkst. Man merkt das. Und nicht so, stimmt, irgendwie, ja, kann schon sein. Und ja, seitdem versuche ich das auch so ein bisschen, mich von den Büchern auch zu lösen und nur den ganz groben Handlungsablauf irgendwie nur im Kopf zu haben und das Buch auch nicht mehr offen neben mir liegen zu haben, zu gucken, nächste Seite, wir müssen jetzt hier sein oder so, sondern irgendwie nur ganz grob irgendwie im Kopf zu haben, was passiert generell in dem Abenteuer und den Rest einfach so mal so zu machen. Um vielleicht auch mal aus diesem Dungeon Crawl und also mehr die Geschichte von Phileas und seiner Crew in den Vordergrund zu stellen, als statt das ihr trefft Räuber XY und hier noch ein Ork und da noch ein giftiges Tier. Wobei das ja bei mir auch die Zufallsbegegnungen ja sowieso noch nie sonderlich stark waren. Aber ich hab hier schon manchmal gesessen und hab nur gedacht, so, okay, nächste Seite. Und da sagte der Mischka dann auch so, ja, hör mal auf damit irgendwie hier. bleib mal ruhig. Mir ist das egal, ob wir das Abenteuer in 3 Sessions fertig kriegen oder nicht. Wobei dann wieder in meinem Hinterkopf war, so, ich mag das Abenteuer nicht, ich will es schnell vorbei haben. Aber auch so sind natürlich Abenteuerverlängerungen dann manchmal auch nochmal deutlich mehr wert als das eigentliche Abenteuer, ne? Also ich finde, gerade Mischka ist da ja echt ein Spezialist für, ne? Der schafft das ja auch durchaus aus Abenteuern, die nur so wenig Plot haben, trotzdem so eine Kampagne zu machen. Genau. Ja. Das macht dann ja auch einfach Spaß. Firebreath geht klingende Nacht bingen. Ja, vielen Dank. Hinterlass uns doch bitte Kommentare, wenn du die Folgen geguckt hast. Ne? Weißt Bescheid. Ja. Genau, gut. Dann haben wir Phileason auch irgendwie abgefrühstückt, sage ich jetzt mal. Und ich sehe hier auf dem Bild noch oben das erste Projekt, was so 2 Folgen gekriegt hat. Ich glaube, Pöll hat ja auch mitgespielt, ne? Bei Magus hast du mitgespielt? Nee, da wollte Mischka. Also, du wolltest da mitspielen, hast aber. Und ja, da gab es halt für die 5th Edition von Vampire. Da habe ich auf einem anderen Kanal gesehen, die haben Hausregeln entwickelt für Magus. Und ich fand das so cool und habe mir die besorgt. Und habe dann Leute gesucht und Lilio sagte dann irgendwie, also ich möchte das mal spielen und so. Und dann habe ich mit ihr ein Prelude gespielt und dann eine Session noch mit ein paar anderen Leuten, mit Mischka und Rerion und
weiß gar nicht mehr genau, wer noch dabei war. Noch irgendwer war dabei. D-Rex und Lilio waren da noch dabei. Ah ja, D-Rex, klar. Sicher, ja. Ich hab's auch verdaddelt. Stimmt, der hat ja auch noch diesen mit der Sonnenbrille diesen Charakter gespielt, ja. Ja, es ist 10 Monate her. Genau, und ja. Eigentlich war das auch ganz cool, hat mir aber wieder gezeigt, dass ich wahrscheinlich Margus mit Mischka nicht spielen sollte. Weil Mischka in Margus so tief drin ist und in dem Metaplot so tief verwurzelt und verankert ist, dass der Margus ganz anders spielt, als ich mir das gedacht habe. Und das hat den ganzen Stream so ein bisschen in eine Richtung geschoben, wo ich den eigentlich gar nicht hinhaben wollte. Ist jetzt auch nicht schlimm, weil die Geschichte wurde halt erzählt, aber ja, ich hatte mir Margus immer so ein bisschen anders vorgestellt. Und das System ist mit seiner Freiheit, was die Spiele angeht, halt auch so, da muss ich mich als Spieler da echt dran gewöhnen, irgendwie so Schwierigkeiten und Konsequenzen und so festzusetzen, tat ich mich ein bisschen schwer mit. Aber an sich war das eine sehr coole Geschichte, die wir da erzählt haben. Und definitiv muss ich da mal gucken, ob es da irgendwann nochmal weitergeht. Die Rundenabsprachebereich im Discord gibt es auch noch, also mal schauen. Also die Charaktere waren toll, also so einfach von der Persönlichkeit her. Ja. Es hat echt Spaß gemacht zum Angucken. Also vielleicht gibt es dann, ich meine, Arcana-Karten hat ja auch für DSA gut funktioniert. Kommen wir vielleicht. Wenn du keinen Bock auf das System hast, dann nimm irgendwas anderes. Ja, das System. Und das ist ja auch so ein bisschen was wie Gerechtigkeit, Zufall, ja, hier so was, wie heißt das hier, Karma und so ein Gedöns, ne? Also kann man mit Karten ja eigentlich auch ziemlich gut abbilden. Ja, mal schauen. Also das System an sich war ja nicht das Problem, fand ich. Ich ist eher so eher auch der Fluff-Teil, den man dann irgendwie umsetzen muss als Spielleiter. Du musst halt dem Spieler dann halt auch ein Feedback geben, so was macht deine magische Anwendung jetzt mit dir. So, und da habe ich mich halt ein bisschen schwer getan mit, einfach, weil es ist in meinem Kopf so ein bisschen so, als bestrafst du den dafür, dass er was Cooles macht. Und das ist so, glaube ich, in der Essenz von Margus so ein bisschen verwurzelt, weil du, die Magier können alles, also wenn sie sich das ausdenken, mit, ne, also in gewissen Grenzen natürlich, aber im Prinzip können sie alles. Und du musst als Spielleiter immer irgendwie darauf achten, irgendwie, dass du die Welt halt spielst, die auf diesen Eingriff halt reagiert. Und damit bestrafst du halt, in Anführungsstrichen, bestrafst du halt deine Spieler die ganze Zeit für die coolen Sachen, die sie machen wollen. Also ich finde, das kommt natürlich auch immer auf die, also so ein bisschen auf den Vergleichspunkt an, ne? Also die Komparation macht viel. Wenn im schwarzen Auge jemand mit verbundenen Händen und Augen versucht, einen Salto-Kick dem Ork unters Kinn zu setzen und sich gleichzeitig zu befreien, dann setzt du auch erstmal ein, wow, okay, da musst du die Probe plus 10 schaffen, aber weil die Aktion so geil ist, machen wir mal plus 7 oder so, ne? Ja, aber genau, bei DSA wüsste ich jetzt eher so, an welcher Stellschraube ich das, da habe ich so ein Gefühl dafür, an welcher Stellschraube ich irgendwie was drehen muss, damit die Aktion halt irgendwie trotzdem durchführbar ist, aber halt so eine hohe Schwelle hat. Und in dem System habe ich das Gefühl dafür noch nicht. So, und dann hatte ich dann den Mischka sitzen, der sagt, ja klar, mach doch das und das und das und das und war da viel, viel fluider da drin und dann fühlte ich mich als Spieler so, ja, okay, dann mache ich das halt so. Ja, aber das ist einfach die Erfahrung, ne? Also genau, das Mischka, ist Erfahrungssache. Der genau. Sprüht ja auch von Begeisterung für Magus und genau. Hat da mit Sicherheit auch einfach die Erfahrung im Hinterkopf. Ja, also einerseits total bereichernd und auf der anderen Seite sowas von einschüchternd. Das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn ich, keine Ahnung, D&D mit Umbreon spielen muss oder so. Also, was heißt muss, ne? Also würde das lebende Regelbuch und dann hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also, ich bin mal gespannt. Irgendwann, ich habe da auch irgendwie Bock drauf, so, wenn ich jetzt dieses Thumbnail nochmal sehe, dass man die Runde nochmal weiterspielt. Gebe ich mir mal weiter. Dann kam der Spring Break. Und damit der Partybus, das Interlude, wo ich eigentlich gedacht habe, ich spiele nur jetzt noch mal schnell eine Vampire V5 Runde im Spring Break mit Feder und Rerion und wie hieß er noch? D-Rex natürlich, und klar. Mithrandir. Genau, Mithrandir hieß er, genau. D-Rex war klar. Und ja,
die auch super cool gespielt haben. Leider nur ein One-Shot, der auch nicht so richtig zu Ende gegangen ist. Den wir dann halt im Plot von Blood and Sand halt weitergeführt haben. Und die Idee ist mir aber auch erst so irgendwie im letzten Drittel des Streams gekommen. Das ist, wo ich so gemerkt habe, scheiße, wir kriegen das nicht durch. Ach komm, integrier sie doch in die Sandbox. Da haben die Zuschauer auch gar nicht irgendwie geschrien, so wie, yo, wir fahren die über die Grenze Mexiko genau, nach Texas. Ja, kommt zu uns. Ja, und ja, das war dann ja der Beginn von zwei sehr, sehr schönen Gastspielerinnen und Spielern. Entschuldigung. Bei Blood and Sand, genau. Und auch Joao hat ja später, also der Charakter von D-Rex hat ja auch noch einen eigenen Teil bekommen, wo man nochmal ein bisschen erfährt, was mit ihm nach dem Partybus gekommen ist. Mit dem Mithrandi habe ich kaum noch irgendwie Kontakt irgendwie so, aber dessen Charakter habe ich dann jetzt einfach mal verwurstet in den letzten Folgen. Verwurstet im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. Ja, tut mir leid, Mithrandir, falls du das jetzt irgendwie siehst und irgendwie, ja, hat sich nicht ergeben. Ja. Genau, aber das war auch eine sehr schöne Geschichte. Und auch eine coole Aktion vom Pol. Ja. Und ja, dann sehe ich hier das erste Prelude von Lyriel, von dem Engel, den Lokis Weib spielt, für die Engelrunde. Genau, nachdem die Lesung dann aufgehört hat, habe ich mir gedacht, ich möchte das jetzt mal spielen. Also eigentlich wollte ich das schon ganz lange spielen, Engel, und habe dann das immer hinten dran geschoben, weil ich nämlich gehört hatte, dass Engel eine neue Edition bekommen soll. Und das, dann hatte ich noch Kontakt mit welchen, die daran mitarbeiten. Und die haben mir dann Beta-Regeln geschickt. Die haben mir dann Off-Air gespielt mit Mischka und Katze und Wolf. Und ja, und das hat aber alles irgendwie nicht so... Weiß ich nicht, das waren halt Beta-Regeln und es war Fate, ne? Und hat alles nicht so richtig gut geklappt. Und ich habe gedacht, ich möchte dieses Arcana-Karten-Ding mal probieren und deswegen haben wir die Runde dann nochmal gestartet, auch weil sich irgendwie dann auch mit dem Crash vom Uhrwerk-Verlag dann auch irgendwie gesagt hat, okay, jetzt das kommt jetzt in naher Zukunft nicht mehr raus, die neue Edition, also mach mal das Ganze noch mit den alten Sachen. Ja, und dann hat das hier begonnen, das erste Prelude mit einem kleinen Engel. Dann habe ich mir von Züdi noch hier die Engelchen malen lassen, da bin ich auch, also das sind super coole Bilder, aber ich war damit irgendwie nie so richtig ganz zufrieden. Und ja, ich weiß nicht. Ich wünschte, ich könnte malen. Ja. Dann hat Feder noch mal welche gemalt, die deutlich älter sind vom Charakter her. Und mir von der Art besser gefallen. Aber ja, ich muss, glaube ich, mal malen lernen, damit ich irgendwie dann nicht diesen Konflikt habe von eigentlich ist das Bild ja voll cool, aber andererseits weiß ich nicht. Nicht das, was ich haben wollte. Es ist nicht so, wie du es in deinem Kopf gesehen hast. Aber glaub mir, wenn du selber malst, wirst du genau an diesem Punkt auch scheitern. Du siehst es in deinem Kopf, aber du wirst es nicht auf Papier bringen. Es sei denn, du bist wirklich. Also, ich kann es nicht. Naja. Gut. Können wir vielleicht nachher noch mal was zu wenn die richtigen Runden kommen. Ja, dann geht's weiter hier mit Blood and Sand, wieder Klingen der Nacht. Und der zweite One-Shot im Spring Break, Alice and John, an Ostern. Alle sind John an Weihnachten hatte ich schon mal gespielt und ich glaube, hattest du da mitgespielt, Feramin, bei Alle sind John? Ja, ne? Beiden. Bei beiden, ja. Aber ich glaube, an Ostern war das, wo Feder uns am Schluss alle getötet hat. Wenn ich mich recht erinnere, hat Feder doch da mit diesen zwei toten Katzen dann noch irgendein böses Ritual durchgeführt. Ja, also das... ja, gell. Das war D-Rexes erster TPK, genau, ja. Ja. Ja, es war eine sehr, sehr chaotische Folge, so eine typische Alle-sind-John-Folge und ja, wenn ihr eine chaotische... Hat aber auch viel Spaß gemacht. Wenn ihr eine chaotische Folge mit Katzen und Ritualen und TPKs und Ostern gucken wollt, dann müsst ihr diesen Stream gucken. Und ja, es ist so verrückt, wie es klingt. Ja. Ja, dann hier der Prelude zu Daniel. Da habe ich das erste Mal dieses Jahr, also in dem Prelude von Engel, der D-Rex hatte ja da vorher schon ein paar Mal bei mir mitgespielt und ich verstehe mich ja auch so, auch ganz gut mit ihm über den Pol.
Und jetzt habe ich nur mal gedacht, so ich fordere ihn mal ein bisschen heraus mit seinem Prelude. Einfach weil er einen Gabrieliten gespielt hat. Die sind halt im Engel-Universum halt die Todesengel, die Soldaten. Und ich hatte so dieses Szenario vom Fullmetal Jacket im Kopf. Von der Ausbildung der Soldaten. Und habe jetzt gesagt, so der D-Rex, der ist manchmal so ein bisschen still, wenn er mitspielt. Den muss man immer so ein bisschen herausfordern, mal gucken, was er macht, wenn ich ihm jetzt irgendwie, weil er hatte vorher immer so geschrieben, ich habe schon voll die Idee, wie ich den spielen will und so, und ich machte mir so, okay, warte mal ab und dann schauen wir mal, ob sich das deckt mit dem, was du, was dann nach der Ausbildung auf ihn zukommt. Dann habe ich mit ihm so eine Full Metal Jacket, ganz krass, mega Soldatenausbildung gespielt. Und danach schrieb er mich an und hat mir erzählt dann irgendwie so, ja, voll krass, jetzt den Charakter kann ich jetzt gerade so gar nicht mehr spielen. Genau, ich hatte eine Idee und dann kam alles anders, genau. Genau, und ich weiß nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten war. Also D-Rex sagte, er wollte so einen Revoluzzer spielen und das habe ich ihm, glaube ich, mit dem Prelude total ausgetrieben. Ja. Aber vielleicht kommt das ja noch mit dem Revoluzzer. Du bist ja dabei, langsam schon wieder Worte zu geben. Also. Wobei er sich da von der Raffaeliti noch ganz gut was abschneiden kann, wenn es ums Thema Widerworte geht. Ja, genau. Ja, tschüss, Feder. Guten Hunger. Genau. Und ja, es war so ein dieses Jahr eine der ersten Streams, wo ich so gedacht habe, so im Vorfeld, wo ich mir nicht sicher war, ob das mit dem Spieler so geht. Und ob ich den nicht damit in eine Richtung treibe, wo es ihm unangenehm wird. Das hatte ich dieses Jahr ein paar Mal, in ein paar Streams, wo ich mir gedacht habe, so jetzt gehst du mal an eine Grenze, wo du schaust, ob das funktioniert oder nicht. Aber der D-Rex hat das super cool gemacht und der Charakter hat sich auch echt gut entwickelt. Und bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Ich sehe gerade, hier gehen die Lesungen doch noch weiter. Genau. Ja, dann kam das Prelude von Inariel. Das war dann wieder der 180-Grad Sprung wieder von diesem militärischen weg in ein etwas freieres Setting, was ich dann mit dem Hotney gespielt habe. Und wo ich es hier gerade auch sehe, danach die Vampire-Runde mit dem Charakterbild von der Toreador-Primogenin. Da habe ich mich voll gefreut darüber, weil die Person, die ich da abbilde, die habe ich auf Twitter halt angeschrieben, weil ich das Foto gesehen habe, also was das darstellt, und hab ihr geschrieben, ey, ich würde dich gerne als Toreador-Primogen benutzen. Darf ich das machen? Und sie, ja, geil, ich bin sowieso voll gerne Toreador und so. Mach das! Ja, vielen, vielen Dank. Ihr könnt ja der Dame auch folgen. Ist Little Red Dot auf Twitter. Sehr nette Person. Genau. Und dann ging es hier weiter. Klingende Nacht, wieder Engel. Und dann, ja, ha, das ist das nächste, wo ich herausgefordert habe. Da habe ich die Feder herausgefordert beim Prelude für Zitariel. Ich meine, mit Feder kann man ja so ziemlich alles machen. Habe ich ja in Klingende Nacht festgestellt, dass man die in alle möglichen Szenarien reinschmeißen kann. Ja, und ja, die Ausbildung für die Michaelitenengel, die war auch etwas speziell. Da hatte ich ihr, glaube ich, auch so ein bisschen genau wie bei Daniel vorher auch so ein bisschen das vorher festgesetzte Bild des Charakters ein bisschen zurechtgezurrt. Das gilt, glaube ich, aber auch für alle Preludes, die ich da gespielt habe, dass die Spielerinnen und Spieler sich ihre Charaktere vor dem Prelude anders vorgestellt haben als nach dem Prelude. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja, dann kommt ja auch Suche nach dem Kelch. Genau, geht dann Phileasson weiter, wo es erste Mal Feder mitgespielt dann hat, als Lylat. Ganz viele Lesungsfolgen. Oh, jetzt kommt ein Highlight dieses Jahr. Turbo Fate, Raumschiff Cotton Candy. Also, wenn ihr das noch nicht geguckt habt. Hat das einer von euch beiden geguckt? Noch nicht. Ah. Steht auch noch auf der Liste.
Es steht auf der Liste, ja. Das ist eins meiner Highlights für dieses Jahr, also dieser Stream. Der ist so unglaublich lustig. Ich habe mit Lachkrämpfen hier flach gelegen. Ja, der Ober-Warboss ist da. Hallo, war, ja. Deshalb bin ich dafür, ich sollte den vielleicht nicht beim Autofahren hören, habe ich beschlossen, nach dem, was ich so gehört habe, weil es sonst echt gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr darstellen könnte und von daher ist es noch auf der Liste. Ja, einfach zu gut, irgendwie D-Rex mit diesem Roboter-Verschnitt, den er da gespielt hat, total geil und irgendwie auch so total stoisch, muss da bleiben, und die anderen beiden da so totalen Unsinn gemacht haben. Das war sehr, sehr lustig. Also dringende Guckempfehlung, nicht unbedingt, weil ihr seht, wie Turbo Fate funktioniert, sondern einfach, weil er einfach totales Chaos ist. Es ist einfach ein Raumschiff-Abenteuer, wo das so total ins Chaos abdriftet. Ja, Katze und Wolf sind da. Hallo, hallo, hallo. Also, ja. Ja, und dann ging's weiter, wieder Blood and Sand, irgendwie ganz viele tolle Sachen. Dann kommt ein weiteres Highlight für mich. Kurzgeschichte, der letzte Atemzug. Die hatte ich schon eine ganze Weile fertig und ist halt eins der Vordinge für Pölles G7. Weil wir haben uns, da hat sich nämlich jetzt langsam abgezeichnet vor 6 Monaten, dass Klinge der Nacht zu Ende geht. Und dann haben wir uns abgesprochen, dass wir nochmal G7 spielen wollen. Ja, und das war sogar schon der Zeitpunkt, wo Feder dann irgendwann gesagt hat, boah, Pölle, ich habe mir jetzt einen Charakter erstellt und ich will den irgendwann spielen. Jetzt sieh mal zu, dass du mit den Charakter-Preloads anfängst. Ich kann nicht mehr fahren. Genau, ja. Ja, ich hatte die Kurzgeschichte hatte ich da auch schon ganz lange offen und danke auch nochmal an Shamasa und an Nüva, die das Probe gelesen haben. Das war so auch das erste Mal diese Kurzgeschichte, wo ich halt so einen Text halt im Google Doc geschrieben habe und die dann irgendwie vertont habe. Das hat sich dann ja später im Jahr noch entwickelt, dass das öfters vorkommt, dass ich ein paar Sachen schreibe und dann vertone als Kurzgeschichte. Ich meine, das hatte ich vorher auch schon ein paar Mal gemacht, aber es ist, glaube ich, hier, diese Geschichte war so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil die war, glaube ich, auch schon ein paar Monate vorher fertig. So dass ich auch so den im Kopf hatte, Kurzgeschichten lesen und schreiben. Ich tue mich mit dem Schreiben ja immer ein bisschen schwer, aber das hat mehr so Rechtschreibsachen. Aber das macht ja nichts, wenn man das kann man nicht hören, wenn da ein Rechtschreibfehler ist. Ja. Und ungefähr gleichzeitig habe ich halt auf Steffs Hörspiele auf dem Kanal angefangen, die DSA-Hörspiele von Steffs zu hören. Und dann irgendwann ist ja auch die Idee dann auch irgendwann später entstanden, dann auch mit Feramin, Rerion und Feder zusammen ein DSA-Hörspiel zu machen. Aber da kommen wir später auch noch hin. Genau. Ja, und hier haben wir dann ja auch schon die ersten Folgen von der kompletten Engelrunde. Und da habe ich dann erstmal das erste Mal richtig gemerkt, wie das mit den Arcana-Karten so richtig gut funktionieren kann, wenn sich die Spielerinnen und Spieler so drauf einlassen. Ich hatte ganz was ganz anderes vor mit der Runde. Das ist wieder so ein typisches, kein Plot überlebt, Spielerkontakt. Ich hatte eigentlich vor, so, ja, du gibst denen jetzt den Auftrag, dann springen wir da hin und dann machen wir da was. Und Katze und Wolf haben dann so gesagt, so, wie hast denn dir das jetzt so gedacht, Koali? Ich glaube, hier so der Weg dahin wäre auch ganz gut zum Spielen, oder nicht? Und ich so, ja, okay, lass das mal machen. Ja, und das spielen wir dann jetzt auch schon ein halbes Jahr dran rum. Und irgendwie ist die Kampagne, ja, der Weg anstatt das Ziel. Aber ist ganz cool. Ich hatte auch ursprünglich mal gesagt, Katze und Wolf sind ja gerade da. Irgendwie, wir werden da mal so ein Jahr oder so spielen wir das. Mal gucken, ob es uns das Spaß macht oder so. Das Jahr haben wir jetzt schon zur Hälfte rum. Ja, wenn ich jetzt hier gerade drauf gucke. Ich glaube, da kommen aber noch ein paar Folgen. Mal gucken, so lange, wie es uns noch Spaß macht. Momentan sieht es, glaube ich, so aus, als ob wir da alle noch ein bisschen Spaß dran haben, obwohl die nächsten Folgen erst im Februar wiederkommen. Ja. Genau, dann kommt hier das Zwischenspiel mit Joao. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einfach, da hatte ich dann irgendwie mit dem D-Rex zusammen, das irgendwie, was passiert denn aus seinem Charakter aus diesem Spring Break-Ding?
Und das ist, da hatte ich vorher einen Film geguckt mit meiner Frau zusammen und habe gedacht, die Geschichte muss ich verwursteln. Das ist irgendwie so ein Exorzismusfilm, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und ja, der D-Rex muss das ausbaden. Ja, aber hat er ganz gut gemacht. Und habe dann noch versucht, halt seinen Charakter auch ein bisschen in der Sandbox zu verwurzeln, indem ich dann ja, Anna ihm als Kumpel mitgegeben habe. Katz zum Wolf schreiben, ich dachte, du hast die Königsmacher-Kampagne verfolgt, da reisen wir auch mehr als alles andere. Ja, hab ich. Ja. Ich hätte es wissen müssen. Wenn man mit euch spielt, kriegt man nichts zu schnell durch. Ich rede schon wieder zu viel, mein Kopfhörer geht schon wieder aus. Ja. Wir wollen dich einfach nicht unterbrechen. Wir sind eben höfliche Menschen. Ah, so viele Höflichkeit. Ja, dann habe ich hier das, ich glaube, das ist der erste Ausdruck davon, was alles bei Blood and Sand im Hintergrund läuft. Ist diese Kurzgeschichte Jelly und Ronan. Weil Feder und Rerion dann angefangen hatten, irgendwie Content zu produzieren, abseits des Spielens. Und ja, da gibt es ja auf Patreon inzwischen auch einige Texte, die ihr euch irgendwie schön aufbereitet dann irgendwie downloaden könnt, wenn ihr das wollt. Ja, find ich sehr cool, was da gemacht wird. Und zeigt halt auch, wie tief diese Kampagne gehen kann. Einfach weil die Spieler quasi nicht aufhören, wenn die Session aufgehört hat, sondern einfach weitermachen. Und ja. Was sagte der Rerion, hat das, glaube ich, gesagt, irgendwie gestern, irgendwie, wir bräuchten ein Forum oder sowas, ne? Oder wer warst? Warst du das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da sind wir alle der Meinung. Also, weil man einfach immer wieder Ideen hat und so viele Sachen, wo man, da müsste man was tun und da müsste was tun und da müsste man am Plot was machen und da sind noch persönliche Rechnungen offen und Ja, und wir ja. spielen halt nur alle 2 Wochen für 2,5 Stunden und da passt gar nicht mehr so viel alles rein. Ja. Also passiert sehr, sehr viel außerhalb des Streams und wir versuchen das so ein bisschen mit den Geschichten in PDF-Form aufzuarbeiten und die kommen aber auch später erst. Also ich habe das auch der Feder mal gesagt, sie soll auch irgendwie die In-Time-Daten auch dran schreiben, dass man jetzt irgendwie so ein halbes Jahr, nachdem es irgendwie geehrt ist, In-Time dann auch nochmal rückwirkend nachvollziehen kann als Zuschauer oder Zuhörer oder Leser, wann das Ganze spielt. Weil ich komme einfach mit dem Aufbereiten auch nicht hinterher. Das ist auch nicht alles so einfach. Genau, Katzenwurfschreien ist total toll, wenn abseits der Runde auch noch ganz viel passiert, richtig, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den Pölle noch hier halten können. Wir quatschen jetzt schon wieder 1,5 Stunden. Du hast ja gesagt, du hast gar nicht so viel Zeit. Ja, also der Plan ist ungefähr um 17 Uhr, wenn. Müssen wir alle zum Mischka rüber, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Ja. Ja, dann. ne? Tempo. Ja. Ja, ich habe aber noch ein Highlight, nämlich DSA Steffs. Ich hatte eben schon gesagt, irgendwie, ich hatte die Hörspiele von Steffs irgendwie gehört und Steffs hat kurz bevor dieser Stream im Summer Jam dann irgendwie geehrt ist, hat sie so ein Video veröffentlicht auf ihrem Kanal, was spielen wir eigentlich für eine DSA-Edition? Und hat dann so ein Homebrew vorgestellt, die sie spielen. Und ich dachte mir so, ja, endlich keins dieses scheiß DSA, ich mag es nicht. Ich will was anderes machen damit. Und das hörte sich so nach dem an, was ich haben möchte. Und ich hatte ja vorher im Winter schon mal mit dem Azrael zusammen ja Beyond the Wall auf DSA umgemünzt. Das war aber nicht so das, was ich mir dachte. Und so war es halt in diesem One-Shot auch. Feramin hat ja auch mitgespielt. Steffs übrigens auch, weil ich sehr cool fand, dass sie uns das ein bisschen erklären konnte. Aber es ist halt auch so ein bisschen, das bildete auch nicht genau das ab, wie ich mir das vorstelle. Also, Ich fand die Leute toll, mit denen wir da zusammen gespielt haben. Das hat echt Spaß gemacht, aber so richtig warm geworden bin ich mit dem System nicht, weil es ist immer noch Gewürfle. Also dann kann man auch normal würfeln.
wenn man auf die ganzen Sonderregeln verzichtet oder diese ganzen Special-Manöver, die es alle bei DSA gibt, wenn du die alle weglässt, dann kannst du es genauso spielen. Oder wo du halt sagst, jemand macht jetzt nicht einen Wuchtschlag über irgendwelche Würfel, sondern er macht den einfach erzählerisch und dann ganz normal würfeln. Du brauchst nicht auf diese Special-Regeln mit und dann hast du einen so und so viel prozentigen Erfolg. So, aha. Und für Magier und Gewalt ist das System überhaupt nicht ausgelegt. Also es war interessant, es zu probieren, aber nicht so zum richtig warm werden damit. Ja, und man merkte halt, je mehr Steffs auch irgendwie mit uns spielte und erzählte von dem System, dass es halt so in ihrer Gruppe so in Mark und Bein übergegangen ist, dass sie vieles gar nicht beschreiben konnte, wie das funktioniert, sondern das funktioniert einfach. Und wenn man das halt anderen Leuten dann beibringen soll, dann ist das halt ein bisschen komisch, weil das ist bei denen wahrscheinlich so total homogen gewachsen nach und nach. Und wenn man das neu wieder anfängt, ist schon mal besser als DSA, aber noch nicht das, was ich mir dabei drunter gedacht habe. Ja, genau. Dann geht's weiter mit Turbo Fate und wieder mit einer total chaotischen Runde, wo Feramin auch mitgespielt hat. Auch ein definitives Highlight dieses Jahr. Die beiden Turbo Fate Runden waren super toll. Alte Leute im Altenheim, die gegen Gartenzwerge kämpfen. Und ja, es ist so bescheuert, wie es klingt. Ja, wirklich auch. Es war sehr bescheuert. Aber Turbo Fate wird auch nicht mal ins System, glaube ich. Oder zumindest nicht im Stream. Ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn du es am Tisch spielst. Weil dieses, wir stricken uns jetzt hier mal kurz eine abstruse Geschichte zusammen, das war mir irgendwie so, in der Kürze der Zeit war das irgendwie so, boah, das ist jetzt schon sehr abstrus und keine Ahnung, wie das irgendwie nachher zu einem halbwegs flüssigen Spiel führen soll. Ich meine, gut, wir hatten Feder dabei, ne? Feder und Rerion, die machen aus allem irgendwas und man muss sich nur dranhängen. Aber das war so ich glaube, für Streams überzeugt mich das nicht wirklich. Also wenn man so Lagerfeuerrunde und man nimmt sich 2-3 Stunden Zeit, um sich einen Blödsinn zu überlegen und sagt, okay, und jetzt spielen wir das. Mm. Das glaube ich schon eher. Ich denke auch. Also mit Fate werde ich auch generell nicht so richtig warm. Ja. Aber was mir eine Sache fällt mir noch ein zu dem DSA-Steffs Stream. Da muss ich auch nochmal an der Nüva danken vom Nordpol, der Stimme aus dem Off, weil ich hatte irgendwie 2-3 Monate, bevor wir das gespielt haben, hatte ich mal so irgendwie im Smalltalk, im Discord, auf dem Nerdpool so eine Diskussion, wie macht man Plot, also für One-Shots. So, gibt's da Tabellen, wo er auswürfelt oder so. Und dann einfach haben wir mal so ein Brainstorming gemacht, was könnte man denn für einen One-Shot-Plot so machen? Und dann hat die Stimme aus dem Off so ein total wirres Ding, so von einem Fantasy-Welt halt, also da ging es noch gar nicht um DSA, sondern eben der Plot dieser Story halt, kam dann halt dabei rum, dass ein Magier quasi einen fahrenden Kühlschrank mit sich rumschleppt und dann da irgendwie eine Prinzessin drin liegt und so und die dann die Helden das entdecken müssen und so. Und diese total merkwürdige, wirre Plot wurde dann ja bespielt und ich fand, es passte aber ganz gut. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man selbst aus den wirrsten Gedanken schöne Fantasie-Geschichte. Die Geschichte war auch gut. Schöne Fantasie-Geschichte. Die Geschichte mit dieser eingefrorenen Prinzessin, die war auch echt irgendwie cool. Genau. Weil man sich so ein fahrender Kühlschrank in der Fantasy-Welt. So. Ja. Ja, dann geht's weiter. Kurzgeschichte wieder hier zu Pöllis E7 von meiner Frau. Tagebuch der Elysia. Kann man übrigens auch mal sagen, das ist, glaube ich, der Charakter, der jetzt meine Frau noch ganz lange verfolgen wird. Wo sie so ein bisschen so ihr Ding gefunden hat. Ich habe sie selten in einem Rollenspiel so aufblühen sehen wie in diesem Charakter. Also wenn ihr das mal sehen wollt, dann schaut mal auf Pölles Kanal die Vorgeschichten. Da sollten sowieso jeder drauf schauen. Genau. Und also alle, die Klingende Nacht mögen, brauchen ja eine Ersatzdroge. Und die beste Ersatzdroge wird einfach da geboten. Das beste Methadon am Markt. Ja. Unbedingt. Aber das Leopardin teilt ordentlich aus, ja, das ist wahr. Also die liefert richtig als Elysia. Ja. Genau, dann ging es hier weiter mit den ganzen regelmäßigen Runden. Da war wenig außerhalb.
hier die Vampire Blood and Sand Folge, wo der Stalker das erste Mal auftaucht, ja. Also das hatte noch später noch sehr viel Impact. Ja. Und auch hier die Engelrunde vorher, ich glaube, das ist so der Anfang vom Ende gewesen, wo sie dann das Gebirgsdorf hatten, wo sie dem kleinen Jungen dann die Spielsachen abgenommen haben und so und und an der Schiffstaufe verzweifelt sind und so, ja. Sehr, sehr coole Sachen. Und dann sehe ich hier auch schon den ersten Infostream zum Hörspielprojekt. Da haben wir das dann gestartet. Boah, ist auch schon vier Monate her, ne? Wir hatten, glaube ich, schon einen Monat vorher darüber gequatscht und irgendwie angefangen. Und dann haben wir das jetzt hier an die Öffentlichkeit gegeben mit dem, wir machen jetzt ein Hörspiel, so. Bis jetzt läuft es ganz gut, obwohl wir ein bisschen hinten dran sind mit unserem Zeitplan. Mal schauen, dass wir die wieder aufholen. Jetzt ist ja der Weihnachtsstress weg da. Ja, genau. Und zwischen Folge 4 und Folge 5 von Engel, da ist es dann so richtig eskaliert in dieser Runde, wo sich die Spielerinnen und Spieler so richtig auf richtig schlechte Karten eingelassen haben. Und einen Kampf dermaßen beschrieben haben, also sich selber dermaßen in die Scheiße geritten haben, weil bei Engel kann man eigentlich im Prinzip ja auch nicht wirklich was negativ, also man kann es schon, das beweist diese Runde, aber ich fand das so klasse, wie die mit diesen schlechten Karten umgegangen sind und was die da für ein Plot halt draus entwickelt haben. Einfach nur krass und auch richtig intensiv und für die Charaktere, die da drin spielen, auch sehr immersiv und tief. Das fand ich sehr, sehr gut. Genau. Ja. Oh, der Meister Umbreon ist da. Hallo, genau. Der taucht auch in dem Hörspiel auf. Genau. Ja, hat Ektor auch gerade daran erinnert, dass er noch die Schweine füttern muss. Ach so, ja. Ja, und hier sehe ich ja die Zusammenfassung, die NerdCon 2019. Ein weiteres Highlight des Jahres. Ja, viel, viel vorher dran gearbeitet und dann durchgeführt. Aufgrund, dass die RPC ja nicht mehr stattfindet. Die CCXPR ist ja nicht mehr die RPC, sondern so ein komisches Ding. Und dann gab es die NerdCon und das ist eigentlich ein bisschen der Urlaub für mich dieses Jahr gewesen. Kann einen nur empfehlen, wir machen das nächstes Jahr wieder. Termin ist noch nicht 100% fest, aber 99% fest. Wenn da kommt im nächsten Monat oder nächsten zwei Monate kommt eine Ankündigung und dann könnt ihr den Run auf die Plätze, die freien Plätze für die NerdCon wieder starten. Und ich hoffe, dass wir das getoppt kriegen, dass da noch mehr Leute dahin kommen und das ein bisschen größer wird noch und wir noch mehr Spaß haben, als wir das dieses Jahr hatten. Da sind ja schon viele Leute, die gesagt haben, sie werden dieses Jahr kommen, die letztes Jahr nicht konnten oder es zu kurzfristig war oder die einfach noch so, ach, es ist was ganz Neues, mal noch ein bisschen skeptisch sind. Nachdem dann aber ja alle, die dort waren, gesagt haben, oh, ich vermisse euch alle und es war so toll und unbedingt wieder. Ich glaube, das wird schon auch noch Leute ziehen und es war der Hammer. Also und wahrscheinlich besser, wie es auf der RPC hätte laufen können, einfach ja, weil nicht noch 100.000 andere Leute da waren, sondern weil man sich wirklich Zeit füreinander irgendwo hatte. Wann ist der geplante Termin? Das weiß ich gerade nicht auswendig. 10. bis 12. Juli, glaube ich. Frag den D-Rex, der hätte dann Geburtstag auf der Con. Das ist, glaube ich, gerade der favorisierte Termin, weil der nicht mit Wacken kollidiert. 10. bis 12. Juni, das ist aber noch nicht hundertprozentig fest, aber 99. Also nagelt uns nicht drauf fest. Kann auch noch anders ausgehen. Genau, also das schaut euch das Video an, wenn ihr wissen wollt, wie es auf der NerdCon ist. Das ist einfach ein wirklich fantastisches Ding gewesen. Und wir haben nicht alles richtig gemacht, würde ich sagen, aber wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht da. Und nächstes Jahr werden wir versuchen, unsere schlechten Sachen zu verbessern. Und genau, Umbreon schreibt auch, it's done when it's done. Genau, richtig, ja. Genau. Ja, und unbedingt hinkommen, wenn ihr das hier seht. Ja. Genau, dann ging es los hier mit dem Hörspiel, der Prolog. Feder und Kleis haben da super coole Sachen eingelesen für uns und
Ja, generell mal ein ganz großes Dankeschön an die Community, die ihre Stimmen zur Verfügung stellen für unseren Zeug, was wir uns da ausgedacht haben. Was noch mal ein bisschen zu erklären, wir haben ein DSA-Abenteuer-Kampagnenband genommen. Wir verraten noch nicht welche. Vielleicht ist der DSA-Nerd unter euch, der es schon entdeckt hat, welche Kampagne das ist. Du hast es schon entdeckt? Ich glaube schon, aber ich verbinde das natürlich auch mit Andeutungen, die du irgendwann offstream gemacht hast. Ach so, okay. Kannst es ja mal, keine Ahnung, irgendwann mal, weiß ich nicht. Nicht spoilern. Komm. So, Wer als erstes rät, bekommt noch eine Rolle oder so. darf eine Rolle sprechen. Ja, also vielen, vielen Dank an die Leute, die den Charakteren ihre Stimmen verleihen. Und Piramin, Rerion, Feder und ich haben da sehr viel Spaß dran, dieses Ding zu schreiben. Auch da haben wir sehr viel dazugelernt in den letzten Monaten. Weil man beginnt das halt so ein bisschen aufzuschreiben wie so ein Forenrollenspiel. Und schreibt dann halt auch sehr viel hin, was eigentlich in einem Hörspiel nicht hingehört. Oder was man anders lösen muss, wenn das Leute nur hören. Und das ist so eine Entwicklung, die wir so ein bisschen jetzt langsam kommen wir so in den Flow rein und wissen, habe ich was ankommt und was nicht und was man machen kann und was nicht. Und hört euch die Sachen an. Ich finde, die sind ganz gut gelungen. So, auch dank Umbreon, der, glaube ich, seinen tollsten Charakter da irgendwie spricht irgendwie. Und auch da wieder so Sachen, die nicht selbstverständlich sind. So, ihr liest mal die Rolle ein. Ja, dann lese ich die Rolle ein. Und Umbreon macht halt, der liest die Rolle ein und ich habe hier noch eine Idee, da hast du doch geschrieben, da ist so ein Knacken und dann, ich habe hier mit meinen Fingerknöcheln so ein Knacken gemacht und hab dir das auch aufgenommen. Super gut. Ja, irgendwie so extra Sachen, immer richtig, richtig geil. Könnt ihr ab dem 2. Januar, wenn ihr noch nie gehört habt, wie Umbreons Fingerknöchel klingen, dann könnt ihr das nächsten Monat alle hören. Ja, genau. Und dann ging es hier weiter mit den üblichen Runden. Mal ein bisschen schneller mal durchscrollen, weil es ist jetzt wirklich nur noch alles Business as usual. Die Runden haben wir ja schon besprochen. Achso, jetzt haben wir den Nordpol Adventskalender da und das ist jetzt so, ich würde momentan mal sagen, das ist meine Alternative für DSA. Das hat super cool funktioniert. DSA Arcana haben wir gespielt, Gelegenheit macht Diebe und das ist ein Plot, den ich aus einer Fernsehserie geklaut habe, also wenn ihr Dresden Files mal geschaut habt im Fernsehen, die Serie davon. Da habe ich mir einen Plot von geklaut und habe das nach DSA verwurstelt. Und genau, und habe das dann irgendwie eingebaut. Und dann habe ich über den Koala-Baum, also meinen Discord, habe ich die Leute gefragt, irgendwie so, irgendwie, ich würde hier ganz gerne so Arcana-Karten machen für DSA. Und ich habe hier so diese Götter-Sachen und jetzt lasst doch mal ein bisschen brainstormen, was das für Bedeutung haben könnte, die ganzen Karten und so. Und dann haben mir da einige Leute ganz toll bei geholfen und haben dann irgendwie, Lilio hat was reingeschmissen und ich weiß gar nicht, wer da alles mitgearbeitet hat, jetzt raus im Kopf. Mal gerade gucken. Der D-Rex war auf jeden Fall auch mit dabei, der Rintaro. Cosmic Spirit, genau. Hat ganz viel gemacht, der Cosmic Spirit. Und ja, die haben halt gemeinsam so gebrainstormt und haben uns diese Karten alle zurechtgelegt und es hat super gut funktioniert, fand ich. Und Feramin durfte es vorher Probe spielen. Ja, und das hat mir auch wesentlich besser gefallen, wie die Variante mit den AC-Regeln. Also ich könnte mir das durchaus vorspielen, damit auch wirklich länger zu spielen. Was jetzt war, die haben ja, deine Spiele haben ja in dem, was du öffentlich gestreamt hast, haben ja zwischendrin nicht so viele Karten gezogen, wo wir gesagt haben, das ist ja aber auch ein bisschen dieses, dass man sich dran gewöhnen muss. Dass du eben auch mal proaktiv sagst, du, ich möchte das und das machen, zieh mir mal eine Karte. Es ist einfach ein bisschen eine Gewöhnungssache. Aber es macht echt Spaß, damit zu spielen. Ja, das hat ja bei der Engelrunde auch ein bisschen gedauert. Genau. Bis das so drin war. Und das jetzt ein One-Shot war. Aber da sprichst du gerade was an, was hier Katze und Wolf auch schon irgendwie angeteasert haben. Irgendwie, da kam Patreon. Genau, ich habe mich dann irgendwann entschieden, um
ja, um die Zeit herum, das ist, dass ich das mal versuche. Irgendwie der Jingle Channel hatte dann irgendwie gesagt, ja, mach das doch einfach mal. Also wenn ihr das noch nicht kennt, der Jingle Channel auf Twitch. Große D&D-Leute. Und ja, versuch das doch einfach mal, weil ich mir gesagt habe, irgendwie, ich kann mir so bestimmte Sachen kann ich mir nicht leisten. So, ich würde voll ganz, würd gern so einen Podcast aufziehen und ich würde gern das machen und dies machen, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Und der Alex vom Jingle Channel sagte dann, hey, aber du hast doch eine Community, die würden noch, da gibt es doch bestimmt Leute, die da Geld für geben würden. Und ich habe ja immer gesagt, ich mach das nicht mit dem Geld, weil da kommst du ja in Teufelsküche. Im Ernstfall. Und der Alex hat mich da irgendwie so darüber motiviert, dass ich das mal gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal. Und zwar mache ich das nicht so, dass ich die üblichen Runden, die ich spiele, alle irgendwie hinter eine Paywall setze. Das wollte ich nicht machen. Aber so halt Zusatzcontent. So, dass ich den Leuten, die denken, hey, der Koali und seine Leute, die da mit ihm spielen, die verdienen einen Fünfer im Monat, keine Ahnung was, oder, ne, ja. Den schmeiße ich jetzt mein Geld mal in den Rachen. Ich habe zu viel davon, hier, Koali, nimm. Ja, und, ja, die kriegen dann halt irgendwie ein bisschen was, so eine Kleinigkeit halt wieder zurück. Und, ja, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Ich konnte mir davon eine neue Festplatte kaufen und, gerade arbeite ich mit dem Schattenjäger zusammen an einer Koala-Homepage und das hätte ich mir sonst alles gar nicht leisten können. Und ja, ganz cooles, ganz dickes Danke an die 10 Leute, die da ihr Geld mir jeden Monat geben. Ganz, ganz toll. Und ja, wenn ich die erste Steuererklärung gemacht habe und mal schauen, wie viel das Finanzamt davon auch noch wieder haben möchte und dann irgendwie feststeht, wie viel Knete ich dann da irgendwie genau rauskriege, habe ich auch vor, dass alle Leute, die bei mir in den regelmäßigen Streams mitgespielt haben, dass die auch ein bisschen was von dem Geld halt wieder auch wiederbekommen, wenn sie das denn möchten. Also, ja. Kann ja sein, dass der Pölle jetzt irgendwie sagt, so, ich habe genug Geld, ich will das Geld von Koali nicht haben. Ich bin kein Patreon, dass ich davon wieder was zurückbekomme. Ich bekomme ja Dienstleistungen dafür. Ja, also wie gesagt, also die Spielerinnen und Spieler, die sind halt ein großer Bestandteil meines Kanals und ohne die würde das nicht funktionieren und deswegen kriegen die auch was zurück, wenn ich absehen kann, wie viel das denn genau ist. Genau. Ja, und ansonsten arbeite ich an der Infrastruktur. Wie gesagt, die Homepage kommt nächsten Monat. Und mal schauen. Also hoffe ich zumindest, dass sie da kommt. Kommt noch ein bisschen drauf an, ob der Schattenjäger das hinkriegt, was ich von ihm will. Und ob, wenn die Spielerinnen und Spieler ihre Fotos und Beschreibungen abliefern. Huste, Katze und Wolf. Nee, coole Sache. Genau. Reicht euch das, Katze und Wolf, für Patreon oder wollt ihr dann noch mehr drüber wissen? Also, wie ist das für mich, habt ihr ja gefragt. Irgendwie, das ist komisch, muss ich zugeben. Weil es ist schon der Gedanke mit dabei, irgendwie, okay, du kriegst jetzt Geld. Und ich hatte jetzt auch schon einmal den Fall, dass ein Patreon seinen Beitrag gekürzt hat, also von einem hohen Tier auf einen niedrigen gegangen ist. Und dann hat, denke ich mir so, okay, hast du irgendwas falsch gemacht. Aber eigentlich darf man eigentlich gleich wohl nicht drüber so nachdenken. Ne? Ja, oder es war halt, ich meine, in so einem Fall kann es ja tatsächlich auch sein, wenn du sagst, du hast nur ein bestimmtes Budget im Monat für solche Sachen, ja. Und dann ist vielleicht noch jemand anderes, den du mit Patreon unterstützen willst, wo du sagst, okay, bevor ich jetzt einen komplett gar nicht, dann gehe ich ein bisschen zurück und gebe dafür einem anderen wieder was. Klar. Oder es passieren halt einfach Dinge, wo man sagt, man hat weniger Geld. Klar. Ja, also das ist der Gedanke, dass das jetzt natürlich, dass damit Geld verbunden ist, schwebt natürlich irgendwie im Hintergrund mit. Und ich muss da auch, glaube ich, ein bisschen mehr aufpassen, was für ein Content ich hinter die Paywall mache und was nicht. Also zum Beispiel den Vorstream für die DSA Arcana habe ich zuerst komplett hinter die Paywall gesetzt. Einfach so als Dankeschön für die Patreons.
Und habe mir dann später aber gedacht, so Moment, wenn es jetzt irgendeiner drauf anlegt, weil ich habe da ja die offiziellen Artworks ja benutzt von Ulysses, und wenn die es drauf anlegen, dann können die mir ans Bein pissen damit. Also habe ich es wieder freigestellt. Also ihr könnt, wenn ihr auf meine Patreon-Seite geht, könnt ihr das frei schauen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und da werde ich ein bisschen besser drauf aufpassen, wohl die nächsten paar, dass ich da irgendwie nichts großartig mache, was wo Leute sich irgendwie sagen, so, hey, der verdient mit meinem Zeug Geld. So, das will ich nämlich nicht. Ich will ja nicht mit eurem Zeug Geld verdienen, ich will mit meinem Zeug Geld verdienen. Und es fühlt sich aber auch ein bisschen cool an, weil man sieht halt auch irgendwie, dass es Leute gibt, die denen das, was ich mache, sogar Geld wert ist. Also das ist also nicht nur, ey, cool, ihr macht das super cool, sondern ey, ich gebe dir sogar einen Euro dafür. Was ich nie gedacht hätte, dass das mal so weit kommt. Ist schon irgendwie ein merkwürdiges, aber auch gutes Gefühl. So, und dann sind wir auch schon im Jetzt angekommen. Da verarbeitet gerade das Hörspiel, das heißt, da ist noch kein Thumbnail. Das ist das Aktuellste, das kommt am 2.1. kommt es raus. Genau. Ach ja, und Lovecraft-Tesque haben wir Probe gespielt, genau, bevor ich das jetzt hier übergehe. Ja, ganz eigenartiges System. Ich glaube, es wird nie mein Lieblingssystem werden, aber so für zwischendurch. Ist das ein ganz nettes Ding für so Grusel-Lagerfeuer-Geschichten in Gemeinschaft erzählen? Ist das ein schönes Ding? Ich wollte gerade sagen, passt das eigenartige System nicht auch zu den eigenartigen Inhalten der Abenteuer? Ja, die Abenteuer sind ja nicht fest. Also das ist ja da eine Besonderheit an dem Ding, dass man sich das halt ja gegenseitig erzählt. Ne? Ja. Aber jetzt ist Lovecraft, ne? Also, dass da eine Eigenartigkeit vorgezeichnet ist. Ja, und wenn ich das hier auch noch lese, der Epilog zur Klingenden Nacht, ich meine, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, ne, aber es ist halt, das ist die große Runde, die jetzt hier vorbeigegangen ist dieses Jahr, und ich glaube, die wird auf diesem Kanal definitiv fehlen. Die wird ein dickes Loch reißen, und ja, der Pöller hatte auch vorher schon gesagt, so irgendwie, ja, ich möchte jetzt hier dieses G7 irgendwie auf meinem eigenen Kanal machen und so, und dann ist dir das auch recht und so, und hat auch irgendwie tausendmal nachgefragt, irgendwie, ist ja jetzt irgendwie deine Zuschauer werden dann vielleicht abwandern, ach, was weiß ich, was der sich alles für Gedanken gemacht hat, kannst du ja vielleicht selber mal sagen. Ja, also ich wollte halt nicht, dass das jetzt irgendwie, ich betone ja auch immer wieder, klar, es wird netterweise als Ersatzdroge bezeichnet und es geht irgendwie weiter, aber das ist wirklich echt ein klarer Cut. Also mir ist halt auch einfach wichtig, das ist jetzt nicht, ich führe jetzt das, was Koali angefangen hat, in irgendeiner Form weiter oder was auch immer, sondern mir ist halt einfach ganz, ganz wichtig, das ist was Eigenständiges. Die Leute tauchen wieder auf, die bringen auch ihr's wieder mit, ne? Klar, wir haben einen Wechsel in der Spielleiterschaft. Ich denke, diejenigen, die ersten Abenteuer gesehen haben, sehen auch, dass Koali und ich zwar trotz auch Ähnlichkeiten, weil wir einfach in ganz vielen Dingen die gleichen Ansichten haben, sehr unterschiedlich leiten. Ja. Also mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass da jetzt nicht irgendwie so ein fortlaufender Gedanke dahinter kommt. Genau. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, aber man hat einfach gesehen, dass die Chemie in dieser Gruppe stimmt. Dass ihr auch beim Spielen einfach, ihr wollt in derselbe Richtung spielen, also auf die Art und Weise, wie ihr spielt, ist bei euch in der ganzen Gruppe ähnlich. Ihr habt gemeinsame Vorstellungen. Und das konntet ihr bei Klingen transportieren und das könnt ihr jetzt da eben auch wieder transportieren. Und deshalb geht mir eben auch gerne darüber, man sagt, hey, man hat da schon gesehen, wie ihr miteinander gelitten habt, wie ihr gelacht habt, es wird da wieder passieren. Und von daher, das ist nicht, oh, das ist eine Fortsetzung. Klar, wenn natürlich Leopardin vielleicht mal noch irgendwie eine Geschichte raushaut oder sonst noch jemand, wird sich jeder von den Zuschauern darüber freuen. Aber es ist jetzt nicht die Erwartung, es ist die Fortsetzung von Klingen, sondern einfach, das ist eine Runde, die schön harmonisch miteinander ist, wo die Leute Spaß haben und dasselbe wollen. Und genau, ich finde das aber auch wichtig, dass das einfach klar ist. Ne? Also ich mag da einfach eine große Klarheit und das ist auch der Grund, warum ich das mit dir, Koali, so klar auch abgesprochen habe. Ich finde es halt einfach blöd, wenn so bestimmte Dinge einfach mitgeschliffen werden und keiner kriegt es am Anfang mit und irgendwann in, sei es Monaten, sei es 2 Jahren oder so, dann kommt das wieder auf den Tisch und ich denke mir, hättest du das mal anders angefangen. Ne?
Von daher, das ist einfach der wichtige Punkt. So, vor allen Dingen, dass da auch vor allen Dingen spielen wir in der Konstellation ja jetzt schon über 4 Jahre auf diesem Kanal, halt alle 2 Wochen, also im Prinzip alle 2 Wochen, ne, mit Cyan angefangen. Also ich glaube sogar 5 Jahre sind das schon fast, ne? Oder ich bin mir ja unsicher. Aber auf jeden Fall eine ultra lange Zeit und diese Runde so gibt es dann halt da erstmal nicht mehr jetzt so. Die GIS halt, findet halt jetzt woanders statt. Und das ist natürlich schon so eine Sache, da wird sich der Kanal auch irgendwie, also jetzt, wenn man jetzt rein statistisch denkt, auch irgendwie, der wird da was verlieren. Aber juckt mich eigentlich nicht. Ich glaube, die Spielzeit wird auch fehlen, weil die ist halt weg. Aber ich habe so viele andere tolle Sachen auf dem Kanal, dass es irgendwie. Ich halte es jetzt aber auch nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht jemand dann hier bei Pölle guckt und sagt, oh, die Leute zusammen sind toll, was haben denn die Einzelnen? Oder, oh, ich finde den Spieler so toll, was hat der noch gespielt? Hey, da spielen die ja fast genau in der Zusammensetzung bei Koali. Die Leute gucken ja nicht nur live. Genau. Wenn du guckst, wie viele Zuschauer wir bei Blood and Sand live haben und wie viele Aufrufe die Videos innerhalb kürzester Zeit haben, da läuft ja auch ganz viel so. Oder jetzt gerade wieder jemand, der angefangen hat nachzugucken. Und also ich glaube nicht, du hast dann nichts mehr, was, wo du die wo du die Live-Zuschauer bei dir auf dem Kanal hast. Aber ich denke, die Videos werden immer noch Beachtung finden. Und ich bin stolz, das ist schon passiert. Es gibt schon mindestens einen, der auf Klingen der Nacht gestoßen ist, nachdem er die G7 geguckt hat. Sehr gut, ja. Riesenschwengel krault Koalas. Das klingt ein bisschen eklig. Aber gut, Hauptsache Koalas kraulen. Nee, besser so rum als andersrum. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, das war das Jahr so ein bisschen in der Übersicht. Der Meister Umbreon krault Koalas, der hat bis jetzt noch keine Koalas gekrault. Das nehme ich Meister Umbreon so ein bisschen übel jetzt. Also, nee, wieso jetzt, wo sie vom Aussterben bedroht sind? Genau, jetzt, wo die vom Aussterben bedroht sind, ja. Danke. Ich finde, man sollte das immer honorieren, wenn Leute Koalas kraulen und die nicht dann auch noch hier in der Öffentlichkeit bloßstellen. Guck mal, der Ober-Warboss macht das auch. Guck mal, jetzt kommt es überall raus, die ganzen Leute, die noch nicht gefollowt haben hier. Frech. Ich glaube, ich muss das auch mal machen. Frech. Frech. Ja. So kommt's raus hier. Ja, was habe ich denn hier auf meinem Zettel noch stehen? Ich würde auf jeden Fall noch ganz gern was sagen zu Runden, die ich dieses Jahr gefeiert habe, die nicht auf meinem Kanal stattfinden. Also wenn wir ja gerade bei Pölle sind und seiner G7, ja, da, gut, da spiele ich jetzt mit. auch wo ich nicht mitspiele, da würde ich ganz gerne 3-4 Sachen rausreißen. Eine habe ich schon angesprochen, nämlich die Steffs Hörspiele. Ne? Falls ihr irgendwie den Kanal noch nicht kennt, sucht mal auf YouTube Steffs Hörspiele. Unglaublich gute Sachen dabei. Die habe ich richtig gefeiert dieses Jahr. Und dann, was habe ich noch gefeiert dieses Jahr? Ich habe, wo Katze und Wolf gerade in den Kommentaren sind, Katze und Wolf, den YouTube-Kanal und den Twitch-Kanal inzwischen auch. Da habe ich die Arcane Codex-Runde vom Abyss-Labyrinth total gefeiert. Die ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Also da unbedingt reinschauen. Unglaublich schön gespielleitet und erzählt die Geschichte. Ich glaube, die ist irgendwann am Anfang des Jahres aber auch schon zu Ende gegangen. Ist schon eine Weile her. Und dann bei Mischka die Königsmacher-Kampagne. Die feiere ich, also ist mit mal, also im deutschsprachigen Raum definitiv meine Lieblingsrunde. Die muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und wenn wir dann in den englischsprachigen Raum gehen, da habe ich nicht so viel, was ich gucke. Aber Sound of Silence, beziehungsweise Silence of Shadows heißt es, ist die zweite Staffel. Eine Vampire V5-Runde von Roll4It, die unglaublich cool ist, wo ich mir ganz viele Sachen auch für meine Runde abgeguckt habe. Wo ich ganz viel von dem Spielleiter gelernt habe. Unbedingt angucken. Also das sind so meine Empfehlungen, weil ich diese Runde dieses Jahr sehr, sehr feiere. Und ganz, ganz viel Spaß hatte mit denen. Genau. Und ansonsten, wo habe ich dieses Jahr noch überall mitgespielt? Bei Mischka in der G7-Kampagne natürlich. Da spielt Feramin ja jetzt auch mit. Ich glaube aber auch erst seit diesem Jahr, ne? Ich bin im Mai rum nachgerückt, ja. Ja, also auch da wieder was Neues. Kann euch der Mischka jetzt gleich was zu erzählen wahrscheinlich, wenn ihr gleich alle rübergeht.
Und wo spiele ich noch mit? Hier, ich habe einen One-Shot gespielt bei Katze und Wolf mit Unknown Armies. Der soll auch weitergehen. Ja, im Januar. Mal gucken, ob das klappt. Dann habe ich gespielt Cult Divinity Lost. Das ist ein Regelwerk, was ich schon ultra lange, also seit das rausgekommen ist quasi, im Regal stehen habe. Und ich wollte es immer mal spielen und habe mich aber nicht getraut, das selber zu machen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein System, was man nicht mit jedem spielen kann. Und es hatte irgendwie nie einen richtigen Slot. So, und für einen One-Shot fand ich das jetzt auch irgendwie zu blöd auf meinem Kanal. Und dann hat das Hampelstilzchen einen Mitspieler gesucht. Also schaut mal auf YouTube nach dem Hampelstilzchen. Und da habe ich Divinity Lost gespielt mit Leuten von der Drachenzwinge. Und erstmal habe ich da voll schöne, tolle Mitspieler kennengelernt. Den Hampelstilzchen selber und die beiden, ich weiß gerade ihren Namen leider nicht mehr auswendig, von der Drachenzwinge. Unglaublich schön gespielt, auch mal ohne Kamera wieder gespielt. Das ist für mich ein Novum. Also was heißt Novum, nicht richtig, aber eine Veränderung zu dem, was ich sonst so gewohnt bin. Und ja, die Story an sich kann man sich jetzt drüber unterhalten, aber war schön, das mal da gespielt zu haben. Könnt ihr mal selber entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht, wenn ihr die Runde euch anschaut. Genau. Ansonsten war ich auf anderen Kanälen, glaube ich, nicht zu sehen dieses Jahr. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Bin zu wenig auf anderen Kanälen, merke ich gerade. Bei der Runde fehlt noch circa eine Stunde. Bei welcher Runde? Ach ja, ich war bei Kleis, genau. Aber ich glaube, bei Kleis ist es, ich weiß nicht, hat er das übertragen oder hat er das nicht übertragen? Ich habe das Symbarum habe ich gespielt bei Kleis. Und ja, das war auch, da habe ich einen Ogre gespielt. Sehr, sehr ulkig. Und ich war ein bisschen unzufrieden nach dieser Runde, weil irgendwie ich wollte kämpfen und dürfte nicht. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. So, naja, mal gucken. Ansonsten war das eine schöne Runde. Also nichts gegen Kleis und die Mitspielerinnen und Mitspieler da, aber das war sehr eigenartig, weil ich habe es manchmal darauf angelegt, dass ich kämpfen will, aber ich weiß nicht, es kam irgendwie nie dazu. alle anderen hatten zu viel Schiss. Ja. Ich glaube, der Kakko hat da auch mitgespielt, genau. Ja. Es war sehr, sehr ulkig, ja. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, der Kleis spielt immer Symbarum auf seinem Kanal. Unbedingt angucken. Ja, genau. So war das Jahr 2019. Was ist für euch so das Highlight, wo ihr mitgespielt habt? Was sagt ihr, dass die eine Szene war so das Ding? Die Elysium-Folge von der V5. Was? Nochmal? Die Elysium-Folge von der V5. Ich musste danach auf Tagung und das war so, oh mein Gott, noch voll im Kopf. So die, ich würde jetzt gerne sofort weitermachen. Oh mein Gott, was da alles passiert ist. Und dass ich es jetzt geschafft habe, wirklich mit allen Leuten mal zusammenzuspielen, die ich in Streams toll finde. Ich habe dieses Jahr so mein Sammlerheftchen ist jetzt. Sogar toll. Den Ober-Warboss. Ja. Und Umbreon mal und war sehr cool. Ja. Max. Nie ein Album voll gemacht. Mhm. Ja, das Elysium war schon echt ein Hammer. Wir haben das Elysium auch ein Jahr vorbereitet, der Pearl und ich. Ne? Also es ist, ja. Ist dann auch irgendwie so ein Abschluss gewesen. Aber einer mit Wumms. Ja, so eine Art Staffelfinale, ne? Hatten wir ja auch so gesagt. Das ist schon. Ja, genau. Ja, also für mich gab es ganz unterschiedliche Highlights. Also auf der einen Seite ist natürlich auf jeden Fall das Finale von Klingen der Nacht. Bam, ne? Also schlichtweg, weil da so viel Emotionen drin stecken. Die Kaninchen-Folge hat da echt noch mal so für den letzten Schwung auf der Zielgerade gesorgt, ne? Also auch eben emotional. Das war dann echt noch mal so ein Turning Point. Ausgerechnet die letzte Filiasson-Folge,
war auf der ganz anderen Seite ein Highlight, weil ich, glaube ich, echt lange nicht so viele WTF-Momente gehabt habe im Stream. Also, dass ich im ersten Moment nicht zumindest irgendwie einen blöden Spruch oder so auf Lager habe, das passiert schon nicht oft. Da war es definitiv so. Ich dachte mir so, was? Kamele im Ausguck? Wie bitte? Ja, ja, also ich würde sagen, so die drei, das sind so die drei Highlights gewesen, ja. Zu der Szene mit dem Kaninchen muss ich auch noch mal was sagen. Ich hatte kurz bevor wir jetzt hier gestreamt haben den Jahresrückblick von Katze und Wolf gesehen. Da hat Yamera auch gesagt, so, dass für sie halt, wenn sie spielt, das ganz wichtig ist, dass man nicht weiterspielt, wenn man eine Spielerin oder einen Spieler im Stream hat, die in Tränen ausbrechen. Aus welchem Grund auch immer, auch aus Freudentränen oder sonst irgendwie. Und ich muss sagen, diese Folge ist, würde ich auch als den Knackpunkt dieses Jahres auch bezeichnen für mich, irgendwie auch spielleitertechnisch, weil ich da überfordert war an der Stelle. Einfach, weil ich nicht genau wusste, was mache ich jetzt? Einerseits halt einen Stream haben, andererseits eine Runde leiten und drittens halt ein Spieler, der gerade mit der Situation nicht richtig klarkommt und viertens, dass das meine Frau ist, die das macht, die das hat, ne? Und also wenn ich meine Frau nicht so gut kennen würde, wie ich sie kenne, ja, und nicht genau gewusst hätte, wie man mit ihr umgehen kann, und das wirkt halt jetzt über den Stream auch krasser, als es irgendwie in Wirklichkeit war, dann hätte ich das genauso gemacht, wie Yamera das auch, würde ich auch abgebrochen oder so, ne? Aber einfach dadurch, dass wir beide uns so gut verstehen und auch im Chat halt so viel war, irgendwie, das war klar, dass das weitergehen kann und auch ging. Und ich meine, dazu kommt ja, was wir schon gesagt haben, dass ihr in der Konstellation ja alle schon lang zusammenspielt. Ja, ich meine, das macht ja auch keinen Unterschied. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Rückwirkend nochmal so machen würde. Aber in der Situation denke ich, also ich hab da auch dazugelernt auch irgendwie, auch weil die, da kamen später auch Kommentare irgendwie drunter, irgendwie, dass das vermeidbar gewesen wäre aus Spielleiter Sicht und so. Natürlich wäre das vermeidbar gewesen. Andererseits denke ich, dass es nicht, also es ist, ich sag's nicht umsonst, dass es so ein Knackpunkt oder ein Highlight dieses Jahr war, einfach weil diese Szene so unglaubliche Emotionen hatte und unglaublich tief gegangen ist und nicht im Schlechten, also sie ist ja nicht irgendwie psychisch gebrochen oder so aus diesem ganzen Sache rausgegangen. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihr euch jetzt in der Pause verabschiedet. Aber so war irgendwie noch, erstmal, es hat ja eine Weile gebraucht, weil zuerst hat Leopardin noch gelacht. Das hat eine Weile gebraucht, bis es durchgesickert ist. Da konnte man schön zugucken, auch bei den anderen. Als Zuschauer, wenn du komplett daneben stehst, du konntest zugucken, wie sich das so allmählich entwickelt hat, wie so langsam die Realisation kam und dann eben auch langsam die Reaktion von den anderen auf Leopardin. Und ich finde, vielleicht war es echt besser, diese Szene einfach noch an diesen Schlusspunkt zu bringen, dass irgendwo ein Punkt, weil sonst wäre das, ich weiß nicht, wenn das zu offen ist und du dann für dich, wenn du so emotional involviert bist, aber keine Lösung in dem Moment, klar, du kannst zu ihr rübergehen und sie in den Arm nehmen, aber wenn die Szene so an und für sich nicht aufgelöst worden ist, ist es vielleicht auch schwierig, dann wirklich damit abzuschließen, wie wenn du sagst, ich habe jetzt einen Punkt. Ja, und das ist der wichtige Mechanismus dahinter, ne? Also, und das ist genau das, was du quasi gerade gesagt hast. Du kennst sie, das ist dein großer Vorteil in der Szene gewesen. Hat auch seine Nachteile definitiv dann, ne? Du bist natürlich ganz anders involviert, aber der große Vorteil ist, du kannst abschätzen, was braucht sie jetzt in dem Moment. Und das ist sehr, also ich bin der Meinung, das ist hochindividuell, das ist ganz unterschiedlich. Das kann Leuten dann tatsächlich auch, das kann Leute auch tatsächlich nachhaltig traumatisieren, wenn man dann jetzt einfach abbricht und keine Möglichkeit gibt, das jetzt auch irgendwie zu einem Wendepunkt zu bringen oder zumindest irgendwie zu bearbeiten. Aber das ist ja auch das, dem wir uns dann aussetzen, ne? Genau in so einer Situation. Wenn sowas passiert, wir stecken da viel Persönlichkeit, viel Herzblut rein und dann passiert sowas, dann sind wir da auch einfach persönlich betroffen. Ja, und ich denke, dass das, was da jetzt gerade gesagt wurde, ist auch das Wichtige. In der Situation war es, glaube ich, das Wichtige, dass die Situation aufgelöst wird und nicht stehen bleibt.
Und so wie ich meine Frau halt kenne, habe ich das halt genauso erkannt, dass das halt das Wichtige war, dass das aufgelöst werden muss eben. Und dann muss man halt durch diese Tränen halt auch mal durch. Das ist halt auch, wenn ihr Pölle kann das bestätigen, der öfters auch mit trauernden Personen zu tun. Man muss Trauer zulassen können und halt auch in gewissen Situationen Trauer auch aushalten können. Und damit man da durch kann. Und wenn man dann abbricht und sagt, nee, hier machen das auf einem anderen Niveau, dann kann das auch funktionieren. Und deswegen finde ich das auch gut, was Yamera da in ihrem Stream gesagt hat, dass sie das so machen würde. Das passt auch völlig, völlig klar. Passt zu ihrer Persönlichkeit, passt zu dem, wie sie sonst agiert und so. Und das ist eine super Sache, wie das in der Situation jetzt so, wie wir das gehabt haben, wäre es aber, glaube ich, nicht das Falsche, aber glaube ich, wäre es nicht passend gewesen. Und das ist gut, dass du das auch gerade nochmal ansprichst, dass Yamera da einfach klar sagt, ich gehe in der Situation so und so damit um. Genau. Denn das hängt ja nicht nur in der Situation von Leopardin ab, wie gehen wir jetzt damit um, sondern das ist eine ganze Gruppe, ne? Das ist eine Dynamik. Genau, du machst das als Spielleiter ja auch. Und Yamera sagt halt, ich als Spielleiter, ich kann das nicht. Und deswegen, ne, das ist die Sache, die ich aus diesem Ding gelernt habe. Vorher war ich mit sowas nie konfrontiert und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich in dieser Situation, also wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte, schreib mal, wie du wirst in Situation X reagierst, hätte ich da irgendwie irgendwas hingeschrieben. Aber mal in der Situation zu sein, ist halt noch anders. Umrön hat gemeint, er hatte so eine Situation auch schon mal und wurde dann auch übel angegriffen, wobei er hat dazu gesagt, die Zuschauer sehen ja nicht, dass er mit dem Spieler geschrieben hat. Aber wenn man euch ein bisschen kennt und euch schon länger zuguckt, man sieht, wenn ihr miteinander schreibt. Und in dem Moment, wenn man diese Runde schon länger verfolgt, hat man gesehen, dass ihr euch gerade austauscht, auch was jetzt gemacht werden soll. Ja, ja. Und dann finde ich, es ist eure Sache. Es kann jeder so handhaben, wie er will, aber ich fand auch Kommentare, die jetzt sich da negativ geäußert haben, zu diesem Moment fand ich einfach blöd, weil, wie gesagt, ihr spielt so lange zusammen. Ihr kennt euch teilweise auch privat ziemlich gut. Ihr seid ein Netzwerk, ihr haltet euch gegenseitig, das merkt man. Und wenn ihr als Gruppe in dem Fall beschließt, wir bringen das jetzt noch zu Ende, dann habt ihr damit recht. Ja, darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dann solche Kommentatoren, da steckt ja auch jetzt erstmal die Sorge dahinter, ne? Also ich finde, das verdeutlicht auch nochmal richtig schön, wie kritisch so eine Situation ist, ne? Man kann sehr, sehr viel falsch machen und keine zwei Leute würden gleich reagieren. Und das finde ich, sieht man da eigentlich sehr deutlich. Und deswegen auch, und das fand ich auch an dem Jahresrückblick von Katze und Wolf auch so toll, dass die das auch nochmal herausgestellt haben, was eins ihrer wichtigen Punkte in diesem Jahr waren, sind nämlich Sicherheitsmechaniken im Rollenspiel. Und gerade weil wir das hier nach außen kommunizieren und Vorbilder sind für andere Leute, die hier sowas spielen, wollte ich dazu jetzt auch gerade nochmal was sagen. Einfach weil das halt eine prägnante und kritische Szene in einem Rollenspiel ist, die man nicht alle Tage hat. Und ich finde das gut, dass das, was kommuniziert wird von Spielleitern, die öffentlich im Internet zu sehen sind, wie eben Yamera, die dann sagen, ich gehe in dieser Situation so damit um und dann wisst ihr Bescheid. Und das ist eine klare, gute Aussage und generell Sicherheitsmechaniken in einem Rollenspiel zu implementieren, ist an dieser Stelle einfach wichtig. Und damit euch genau so eine Sache nicht, was als Spielleiter eben nicht passiert. Es wird in 99% aller Runden wird es nicht vorkommen, dass da irgendjemand sitzt und gerade zusammenbricht. So, ich hätte, als wir die Runde angefangen haben, auch nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ich habe auch, als ich die Szene beschrieben habe, nicht damit gerechnet, dass das der Leopardin so nahe geht. Aber dann passiert irgendwas und du musst da darauf reagieren. Und du musst für dich eigentlich vorher irgendwie schon klar machen, was können die anderen Spieler und was kann ich denn machen, um diese Szene zu entschärfen. Und das hat bei uns jetzt nur so gut funktioniert, weil ich und Leopardin uns so lange kennen. Oder weil sich die Gruppe so lange kennt. Und wären wir neu in einem One-Shot zusammengesessen, hätte das ganz übel eskalieren können. Und da finde ich dann solche Sachen, die Yamera gesagt hat, nämlich konsequenter und sagt, dann lösen wir das anders und dann schalten wir für die Zuschauer halt einfach auch aus, weil die Zuschauer sind nebensächlich, was das angeht. Und deswegen
als Impuls auch heraus an die Community, erarbeitet euch mit eurer Runde einen Sicherheitsmechanismus für genau solche Fälle und seid froh, wenn ihr ihn nie benutzen müsst. Wenn diese X-Karten oder was auch immer ihr dann nutzt, einfach ungenutzt auf dem Tisch liegen, völlig Wurst. Es wird irgendwann eine Situation geben, wo ihr das braucht, und dann seid ihr froh, dass ihr das habt. So, das ist, habe ich jetzt geklaut von Katze und Wolf, das Thema, aber das war nochmal wichtig, glaube ich, einfach weil es bei mir jetzt auch vorgekommen ist. Genau. Gut geklaut ist halb gewonnen. Ich hoffe, dass Katze und Wolf dir das einfach nicht übel nehmen. Ich glaube nicht, nein. Nein. Ja, eine Sache habe ich hier noch, ja, was nicht so gut war, habe ich damit auch erledigt, glaube ich. Lieblingscharakter dieses Jahr. Hier was? Pölle spielt ja nun mehrere Charaktere. Achso, also mein Lieblingscharakter, den ich spiele, also selbst das wird schon schwer, weil ich mag meine Charaktere immer sehr. also alle. Und aus der Zuschauerperspektive? Also ich finde natürlich nach wie vor, ich halte einfach nur geil. Weil der ultra Spaß macht. Sobald ich den imaginären Flügelhelm aufgesetzt habe, ist sowieso alles vorbei. ich da auch einfach, also weil es halt auch einfach Spaß macht, einen Charakter zu spielen, der ganz gerne mal über die Stränge schlägt. Und ganz gerne mal Leute anpöbelt. Wobei man da sagen muss, dass du es mit Jalte auch echt schaffst, diese schmale Grat aus hier Schätzchen und trotzdem nie wirklich sexistisch beleidigend zu werden. Das würden ganz viele andere nicht hinbekommen. Es ist so diese Gratwanderung, wo man sagt, es ist alles noch total okay. Und da habe ich immer Angst vor, weil ich das und das weiß auch Leopardin, ne? Das weiß die, dass ich das niemals machen würde als ich. Und das ist mir auch einfach ganz wichtig. Da hatte ich mir zum Beispiel auch vorher nicht richtig Gedanken drüber gemacht. Wie ist das eigentlich, wenn ich das jetzt in der Öffentlichkeit mache? Wenn ich so diesen Nachteil nehme mit dem Schätzchen und da ja im Prinzip das dann durchziehen muss. Kann man manchmal nicht so genau abschätzen. Stimmt aber, ja. Das finde ich, da lege ich auch sehr viel Wert drauf, dass ich da irgendwie zumindest in der Waage bleibe, dass das nicht wirklich despektierlich ist. Gerade den weiblichen Charakteren oder ganz besonders eben dann Leopardin bzw. Fianna gegenüber. Ja. Genau. Ja, und von dem in der Zuschauerperspektive, hast du da auch einen Lieblingscharakter? Ja, ich habe mich da ja schon öfter geäußert, dass ich der totale Bruce-Fanboy bin. Also seitdem er das erste Mal Scheiße gesagt hat in die Kamera, ist es um mich geschehen. Ja, also ich wünsche mir ja immer noch, vielleicht mache ich da mal irgendwann ein Adventskalendertürchen oder so, ein Zusammenschnitt aus allen Situationen, in denen Bruce im Stream Scheiße gesagt hat. Oder? Ja, mach das bitte, ich würde das echt feiern. Ja. Ja, und Feramin? Ich liebe Sam zu spielen, weil die mir irgendwie ich mag auch wirklich gerne Nonna zu spielen, aber da habe ich immer dieses, oh Gott, du weißt noch viel zu wenig über DSA, und das ist immer so ein bisschen diese Gratwanderung, vor allem wenn dann so ein gewisser Magier irgendwelche Fragen stellt und man denkt, scheiße, ich habe den Schlaf noch nicht wirklich drauf. Sam ist eben, ja, real life einfach. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie so, wir sind alles junge Vampire, wir brauchen nicht dieses mega Fluff-Wissen über die vampirische Gesellschaft. So die moderne Welt kenne ich im Großen und Ganzen. Es ist einfach easygoing spielen. Also macht mir einfach so zum Spielen. Weil es einfach... Und ja, ich habe eben auch meine Leute, mit denen man Ideen hin und her schickt. Und demnächst einen sehr kompetenten Sicherheitschef, hoffentlich für den Club. Wobei ich glaube, dass der nicht so ein furchtbar harter Hund wird. Da müssen wir vielleicht auch mal noch ein paar Takte reden. ob das dann wirklich so funktioniert. Ja. Aus Zuschauersicht, ja, ich bin dabei, D-Rex, ich habe Ikavin auch sehr gefeiert. Genau, ja, Ikavin, ja, mit dem Viertel. Aber auch Lothier, ich meine, diese Aktion mit der wilden Jagd, das war echt nur so, ich weiß noch, Jamasa saß da in Köln in dem
Café und hatte konnte nicht weitergucken, weil die Internetverbindung nicht gereicht hat. Und ich so, bitte sprich jetzt nicht mehr mit mir, weil ich kann, alles, was ich jetzt sagen würde, würde dich spoilern. Und nein, aber du wirst jemand erwürgen wollen, wenn du ihn das nächste Mal siehst oder sprichst. Also, aber mehr sage ich nicht. Ja. Ja, mein Lieblingscharakter, den ich gespielt habe, das lässt sich ja sehr in einer Hand abzählen. Ich spiele ja nicht so oft, also als auf der Spielerseite. Ich meine, Spielleiten ist ja auch Spielen, aber ne? Ich mag Jezare immer noch, ist immer noch einer meiner Lieblingscharaktere, den ich bei Mishka spiele. Aber von den Nichtspielercharakteren, die ich verkörpere, habe ich ja, glaube ich, mit Panava einen der schönsten Nichtspielercharaktere erfunden, die es gibt. Der macht mir auch unglaublich viel Spaß und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß an jedem einzelnen Nosferatu, den ich in dieses Sandbox reingesetzt habe. Und ich habe einen Heidenrespekt davor, wenn ich Malkaviana jetzt bald verkörpern muss. Die habe ich bis jetzt immer ganz gut rausgehalten aus dem ganzen Ding, aber naja. Das wird eine sehr starke Herausforderung für 2020 für mich, ja. Ein bisschen Werbung kann ich da machen. Die Ideen für die Malkaviana sind verdammt gut. Ja, du weißt ja schon Bescheid, ja. Genau, und aus der Zuschauersicht, also zumindest was, das ist gut, also aus Spielleiter-Zuschauersicht auf meinem Kanal ist es ja schon schwer, jetzt irgendwie einen von meinen Spielern rauszupicken und sagen, das ist so mein Lieblingscharakter. Die sind eigentlich alle ganz, ganz toll. Ich freue mich immer ganz, ganz stark, wenn Leute so ein bisschen über ihren Schatten springen, die dann Sachen machen, die ich nicht von ihnen erwartet habe. So, und da hat mich dieses Jahr Lilio mit Dr. Angela sehr überrascht, weil ich der nicht zugetraut hätte, dass sie das so durchzieht, wie sie das macht. Und Araiguma auch mit seinem Aisea. Ich habe aber auch D-Rex irgendwie ganz, ganz toll erlebt dieses Jahr irgendwie auf meinem Kanal mit dem Gabrieliten. Der hat auch eine ganz, ganz krasse Sache, ganz krasse Wandlung durchlebt, die ich so nicht gedacht hätte, was er macht. Katze und Wolf sind auch immer ganz toll. Besonders Hotney hat mir sehr, sehr gut gefallen als Engel. Eigentlich könnte ich alle nennen. Ja. Ich nenne es einfach, der Rest ist auch mega cool. Ja. Was ich letztes Mal ich habe ja die Session 0 für unsere Hunter-Runde schon gemacht und habe mich dann ja unterhalten mit den ganzen anderen Leuten, die da jetzt mitspielen, die der Pol noch alle nicht kennt. Die den Pol auch noch alle nicht kennen. Also vielleicht so nebenbei so, aber. Und das sind alles ja Theologen, die da mitspielen, also alles Pastorinnen und Pastoren, die da mitspielen. Das ist das Besondere an dieser Runde. Ja, also alles Geistliche. Und schon allein das ist ein Grund, diese Runde zu suchten, glaube ich. Ja, abwarten, wie es wird. Geistliche Papierjäger. Und das Interessante war, als ich mir dann mal überlegt habe, so was kann man denen dann jetzt zeigen von meinem Kanal, damit die ein bisschen mitbekommen, was ich so mache. Und dann hat meine Frau, die dann da auch anwesend war, sagte dann irgendwie, ja, ihr könnt ja mal unsere Runden schauen. Wir haben auch so ganz viel eigentlich hintenrum geistlichen Content, ne? Wenn man das mal so ehrlich nimmt. Und zwar von Menschen und von Spielern, wo man das nicht erwarten würde. Also ist ja nicht so, der Pölle spielt ja jetzt keinen Geweihten oder so, ne? Und das macht der Rerion, der nun kein Priester oder Pastor oder sonst was ist. Und der macht das irgendwie sehr überzeugend. Und zwar mehrfach auf verschiedenen, in verschiedenen Richtungen. Und das ist auch wieder so eine Sache, die man dann überraschen kann. Und wo ich dann denke, so, es ist sehr schön. Vor allen Dingen, weil der Rerion letzt noch gesagt hat, dass ihm das unangenehm ist, wenn er das in Anwesenheit von Geistlichen machen muss. Und dafür macht er das echt gut, finde ich. Ja. Bin gespannt, was 2020 so für uns bereithält. Damit sind wir beim Ausblick. Also es gibt die Hunter-Runde nächstes Jahr, die fängt am 6. Januar an mit dem ersten Prelude. Und wie gesagt, alles Pastorinnen und Pastoren, die da mit mir zusammenspielen. Der Pölle macht da auch mit. Und
Das zweite große Ding, was 2020 kommt, ist die Homepage, die Koala-Homepage, die hoffentlich dann bald für alle besuchbar ist. Mein Ziel ist es ja, die Koala-Homepage noch vor der neuen Nerdpol-Homepage online zu kriegen, und ich glaube, das schaffe ich. Ja. Und ja, das sind so meine Pläne, die schon feststehen für nächstes Jahr. Ich habe voll viele Ideen im Kopf von Sachen, die ich gerne machen würde. Ich würde Cyan unbedingt, da hat mir Feramin auf der Nerdcon das neue Regelwerk geschenkt, da würde ich unbedingt was spielen wollen. Ich würde DSA Arcana unbedingt nochmal weiterspielen, und zwar dann in einer längeren Runde. Da müsste ich aber irgendwie einen Slot finden, wo das reinpasst. Und vor allen Dingen Spielerinnen und Spieler finden, die Zeit haben, das mit mir zu spielen. Ja, wenn der Umbreon jetzt schon mal hier ist, ich würde ganz gern öfters was mit Umbreon machen. Ich vermisse den Umbreon ein bisschen. So aus Spielersicht. Umbreon und Koali waren bisher zusammen auch immer sehr gut von den Sachen, die ich gesehen habe. Ich wäre dafür. Ja. Und ja. Jetzt nämlich gerade subtil, ne? Genau. Ja, und was kommen wir sonst noch? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, es werden Dinge passieren nächstes Jahr. So. Ja. Habt ihr irgendwas, was euch vorgenommen habt nächstes Jahr? Wenn es klappt, werde ich endlich wieder Shadowrun spielen. Und da seht ihr auch, rumnörden in Kommentaren lohnt sich. Weil dann kann es nämlich sein, dass der Spielleiter auch kommt und sagt, hättest du Lust? Ich suche da noch Leute. Wo auch noch ein bisschen Werbung von anderer Seite mit dabei war, aber das war einfach so dieses im Stream durchgesuchtet und oh mein Gott, das ist so geil. Und dann so, hättest du vielleicht Lust? Ich suche eh Leute. Und man sagt, ja. Das kann ich auch noch mal unterstützen, auch wenn ich immer Kommentare bekomme. Auch in der letzten Woche war wieder einer da. Wo kann ich denn mal mitspielen? Oder wie geht das? Ich suche meine Mitspielerinnen und Mitspieler meistens über den Nerdpol. Ja, Nerdpol-forum.de. Ja, wer das noch nicht kennt, unbedingt drauf gucken. Oder über meinen Koala-Discord, aber meistens geht das Hand in Hand. So, und wenn ihr da mal mitspielen wollt, in so einem One-Shot, sofort, ja, da suche ich immer mal wieder Leute, Sachen, vor allen Dingen zu den Aktionswochen. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich, zumindest bei mir ist es so, ihr könnt nicht hinkommen und sagen, ich spiele jetzt mit dir die neue Vampire V20 Dingens-Kampagne, weil ich spiele mit neuen Leuten, die ich nicht kenne, nicht unbedingt eine richtige Kampagne sofort. Das muss sich erst entwickeln. Das ist bei der Blood and Sand Runde jetzt auch so gewesen. Die haben zuerst mit mir Through the Breach in One-Shot gespielt und dann habe ich gesehen, boah, die Gruppe harmoniert mega gut zusammen. Mit denen mache ich was Längeres. Und ich finde, das ist einfach auch eine gute Sache. So, ich habe jetzt mit Eisernes Herz und mit Cosmic Spirit und so irgendwie auch ein paar Leute jetzt irgendwie neu im Stream gehabt, so die, wo ich sage, so, ja, die passen so in ungefähr in die Spielrichtung, wo ich vielleicht machen wir mit denen mal wieder was mehr oder so. Müssen wir mal ein bisschen ausprobieren, bis es passt. Und ja. Außerdem bin ich sehr ausgelastet. Man sucht Side-Slots und so. Ja. Das Real-Life treibt einen ja auch immer. Ja. Es ist ja auch für die Spieler sinnvoll, so ein Test. Weil es kann ja auch sein, dass du jemand die Streamer anguckst und sagst, wow, voll toll, gefällt mir voll gut, weil Jaga. Die ganzen Sachen, die im Hintergrund laufen, kriegst du ja nur im Stream nicht mit. Was wird davor besprochen, was wird danach besprochen? Wie laufen irgendwelche Absprachen? Und dann kann es ja auch sein, dass man sagt so, ich fand jetzt den Stream toll, aber so, es war schön mal zu spielen, das auszuprobieren, aber wir kommen da auf keinen grünen Zweig. Also beidseitige genau. Sicherheit, ja. Also wenn ihr mit mir zusammen spielen wollt, also unter meiner Spielleitung auf meinem Kanal hier auftauchen wollt, ist eure Chance, euch auf eine meiner Spielersuchen zu melden und dann einen One-Shot mitzuspielen und dann ausgewählt zu werden. Das mit der Hunter-Runde, jetzt ist mal eine andere Sache, die hat sich bei Twitter gefunden, einfach weil irgendeiner gesagt hat, es müsste doch mal eine Rollenspielrunde geben, wo nur Geistliche was spielen. Und ja, da habe ich gesagt, so hier mache ich. Habe ich mich als Spielleiter eingekauft quasi. Gut, ja, dann haben wir jetzt 2,5 Stunden rum.
würde ich sagen, dann können wir euch jetzt alle rüberschicken zum Mischka. Streamt der Mischka eigentlich noch auf Twitch? Nein, der Mischka wartet, bis du fertig bist. Oh, toll. Also, nahtloses Handover. Dann geht ihr jetzt alle rüber auf den YouTube-Kanal von Mischka RPG und dann raiden wir von Hand. Jetzt alle ein Herzchen, ein Koala-Smiley posten beim Mischka. So. Macht's gut. Ach, Mischka ist auch schon selber da. Siehst du, so bin ich halt. Genau, Mischka ist einfach der Beste, genau. Dann jetzt alle rüber zu Mischka und vielen Dank, dass ihr 2019 bei uns wart, Kommentare hinterlassen habt, gesuchtet habt, Geschichten miterlebt habt, mitgelitten habt, irgendwas Scheiße gefunden habt. Einfach, dass ihr da seid. Ich finde das toll. Und danke an alle, die mitgemacht haben, mitgespielt haben, kommentiert haben. 2020 wird hoffentlich genauso schön. Bis demnächst. Rutscht gut rüber. Ciao, ciao. Tschüss.